Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, zum Plankenschnack Nummer 7 mit folgenden Personen. Oh, Slappy, du bist aber ganz schön verrückt gerade noch in der Pause. Was? Was ist da los, Herr Slapsticker? Muss ich Warnsworn? umziehen oder was passiert? Nee, Sie sind ja gar nicht zu sehen hier. Sie haben geschummelt. Bin viel zu groß. Herr Slapsticker hat geschummelt. Sehen Sie mal, da gehen Sie auf Toilette und dann wieder sowas. Jetzt passt wieder wunderbar. Heute ist komische Mützentag. Die beiden Herren zu meiner Rechten hier haben sich dazu entschlossen, den Weihnachtsmann zu machen. Wir machen den Counterpart. Herr Slapstick ist vom Hafen gerade frisch reingekommen, hat gerade angelegt mit seinem Fischerboot und naja, ihr seht ja, meins ist irgendwas mit Kapitän. Und da drüben ist die Weihnachtsmann-Fraktion. Wollen wir erstmal Hallo sagen? Ihr dürft. Ihr dürft. Hi. Es klappt immer wieder wunderbar. Man erwischt sie alle auf der Kalten. Ne? Wir haben uns heute überlegt, dass wir noch das Thema aufgreifen, was wir letztes Mal leider nicht zu Ende bringen konnten mit Tim, also Herrn Juhl. Und Vorletztes Mal. vorletztes Mal sogar, stimmt, vorletztes Mal. Und so lange ist das schon wieder her, Tim. Ne? Also Ja, 4 Wochen. kannst du mal sehen, 4 Wochen. wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Das ist der Wahnsinn. Zack, bumm, Monat. weg. Wir haben da noch so drei Themen, die wir gerne anschneiden würden. Und da wir ja in letzter Zeit doch weniger auf eure Fragen eingegangen sind, sprich das, was ihr über Twitter quasi einreichen könnt, werden wir uns heute auch nochmal so circa die halbe, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, der Sendung für euch nehmen und über eure Fragen diskutieren und da nochmal das eine oder andere aufgreifen. Hashtag Plankenschnack. Hashtag, sehr gut. Pass auf, wir geben das jetzt, wir machen eine Assoziationskette. Ihr könnt uns erreichen, Slapstick. Über Twitter, Herr Juhl. Mit dem Hashtag Garak. Plankenstark. Jawohl, das hat wunderbar geklappt. Ihr könnt uns quasi Klapper. ja, wir können auch mal klatschen. Also das war, glaube ich, das Beste, was wir hier hingekriegt haben. Außer Ja. dann Offstream, da funktioniert das dann immer noch ein bisschen besser. Ihr könnt uns also unter Hashtag Plankenschnack, Vierfachkreuz, Raute oder wie auch immer ihr Gartenzaun das Ding nennen wollt. Wir lesen das die ganze Zeit mit. Und ihr könnt da gerne eure Fragen stellen, die wir für euch dann sozusagen hier live im Stream beantworten werden. Ich würde dir, Tim, das Wort mal überlassen, denn du möchtest ja gerne noch über eine gewisse Sache reden, die du vorhin schon angesprochen hast. Und dort würde ich dir quasi die Möglichkeit geben, uns an das Thema heranzuführen. Das finde ich super lieb von dir. Ich sage auch zuallererst nochmal Hallo, wo das ja gerade nicht geklappt hat. Vielen lieben Dank nochmal für die zweite Einladung. Ein Thema, was noch so bei mir auf meinem kleinen Spickzettelchen stand, von unserer ersten Ausgabe hier zu Games und Gamer in der Gesellschaft, und den wir auch noch einen Titel genannt haben, ist so das ganze Thema Gamification, Gamifizierung. Und das habe ich auch von irgendeiner schlauen Seite her geklaut. Das ist das Durchdringen des Alltages mit digitalen Spielen und ihren Prinzipien. Und da würde ich eigentlich nochmal gerne so mit euch und dem Publikum drüber reden wollen, was da euch so begleitet, was für Beispiele ihr da kennt. Weil ich habe da auch gerade schon wieder im Vorgespräch mit euch ja schon wieder was Neues von gehört. Und würde dann einfach auch schon mal das Wort direkt an Garak richten. Garak, dein Tag heute war geil, weil du hast dein Achievement bekommen, oder? Ja, total cool. Ja, ich bin jetzt völlig angesagt, weil ich habe vorhin außer der Reihe in meinem Handy mein Programmchen gestartet, und zwar Audible. Und so viel Werbung muss sein. Und da habe ich sofort ein Badge bekommen und so, hurra, du hast außerhalb deiner normalen Hörgewohnheitszeiten diese App gestartet und dafür bekommst du jetzt den Badge für, ich weiß zwar nicht, warum da Mittags-Badge steht, aber ist ja auch egal. Da bekam ich den Badge. Ne? Sowas Ähnliches bekommt man übrigens auch, wenn man bei einem nicht ganz unbekannten Online- Abnehmdienst ist und den ersten Abnehmerfolg hinter sich hat. Auch dann gibt es Badges. Also
Eigentlich bekommt man mittlerweile für alles Mögliche, was man macht, Badges. Also Reden in wir jetzt verschiedensten von Farben. DHL abnehmen, also oder das Abnehmen vom Körpergewicht? Ach Körpergewicht. so, oh, Oder okay. Ich dachte, du meinst Telekom. jetzt gerade sowas wie Post oder okay. Ja. Ja, genau. Achso, du meinst, du bekommst ein Badge dafür, wenn du das erste Paket Ja, eben, habe ich jetzt gerade. Ich hab mir abgibst. gerade überlegt, hä, wie jetzt abnehmen? Aber gut, Ja, ja, habe ich nee. jetzt verstanden. Abnehmen vom Körpergewicht, ja. Finde ich total super. Also diese Badges, die helfen einem im richtigen Leben kein Stück weiter, aber sie sind nett. Aber ist das denn jetzt unbedingt so aufs Gaming gemünzt oder ist das nicht allgemein einfach so eine Sache? Das früher hatten wir ja nur auch Errungenschaften, oder? Da hat man dann quasi in der Schule eine Note gehabt und oder so eine Auszeichnung oder sowas. Gibt's das nicht schon länger? Das hat doch nicht unbedingt was mit Gaming zu tun, oder? Eine Oder ist lachende Sonne, wenn man mal nicht ins Bett gepinkelt hat, zum Beispiel. Echt, habe ich nie gekriegt. Kriege ich Oh. heute immer noch. Also Nee, ich kenne, nicht? ja, nee, also Und ich eine kenne das. Regenwolke, wenn es halt nicht geklappt hat. So Eine was hast du? lachende Kennt ihr das Sonne. nicht? Nee, kenne ich Also ich kenne das noch aus dem, dass man in seinem Muddi-Heft sozusagen Ja. so ein Stempel gekriegt hat. Das waren doch auch Ja. Errungenschaften, oder nicht? Genau. Also Ja. das hat auch nun nicht unbedingt was mit Games zu tun. Das kommt da nicht unbedingt her, weil genau, Muddy-Heft, da gab es sowas damals auch schon, deswegen gab es mal ein Smiley oder halt hier aus den, in den USA haben die doch nicht immer dann irgendwie diese Boards an der Wand, wo sie aus Macaroni dann irgendwie so kleine Sternchen dran kleben oder irgendwie sowas. Aber ich finde, das ist halt durch Spiele einfach viel, viel mehr geworden. Zum Beispiel, dass du, wie gesagt, einfach so eine App startest und du hättest jetzt ja, wenn du das nicht bekommen hättest, dann wäre es dir ja vollkommen egal gewesen. Aber so hast du jetzt ja so den kleinen positiven Anreiz, dass du dir denkst, ja, Moment, also so nachts höre ich das relativ oft, aber ey, vielleicht höre ich jetzt einfach mal beim Frühstück so ein Hörbuch und vielleicht motiviert dich das ja so ein klein bisschen, dann auch mal zum Frühstück die App zu starten und dann kriegst du halt keinen Mittagsbadge, sondern mal so ein Frühstücksbadge. Und zack, hast du schon wieder mehr konsumiert. Ja, wahrscheinlich, ja. Es reizt an, ne? Also diese Badges und diese Errungenschaften, egal wo man sie jetzt bekommt, bewirken ja nichts anderes, als dass man Den Arsch hochbekommt. ja, oder so ein hast du gut gemacht Gefühl, ne? Das ist halt So. die simpelste Form der Belohnung, dass dir jemand halt visuell oder audiomäßig sagt, hast du gut gemacht. Habt ihr das viel? Also habt ihr selber das viel in eurem Alltag? Slabby, hast du viel von diesen, sag ich mal, Achievements? Ich habe das immer mal wieder probiert. Ich habe mir tatsächlich sogar Apps runtergeladen, die genau dafür gemacht sind, dass du da quasi spielen kannst. Du kannst deinen eigenen Charakter hochleveln für Dinge aus dem Alltag, die du dann quasi da erledigst. Da gibt es verschiedene Sachen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, was ich benutzt habe. Kannst du sogar Hausputz und sowas. Also wenn du das Klo schrubbst, kriegst du 5 Erfahrungspunkte und solche Geschichten halt. Kannst du da eintragen und dann hochleveln. Aber wenn du halt niemanden hast, der das sonst macht, gegen den du quasi spielen kannst, dann macht das auch nicht so viel Sinn, dich alleine hochzuleveln. Du levelst also durch Kloschrubben. Wer macht denn da Naja, das mit? ist. Du hast also noch mal fürs Ja. Verständnis. Du Ja. hast auf deinem Telefon also diese App. Ja. Und da steht, du musst putzen. Na ja, du kannst da selber eintragen, Aktivitäten. Ach so, also du Wenn machst du das jetzt zum aber im Beispiel realen extrem, Leben. ja, genau, Ja. wenn du jetzt extrem schlecht, wie zum Beispiel ich, im Aufräumen bist, dann kannst du dich dadurch ein bisschen motivieren, indem du halt für jede Arbeit, die du so im Haushalt nicht gerne machst, Punkte vergibst und dann quasi deinen eigenen Charakter hochlevelst, indem du halt solche Sachen machst. Dadurch kriegst du noch nur so eine zweite Art von Motivation. Und das spornt dann nochmal extra an, das zu machen. Aber es hat bei mir auch nichts gebracht. Denn wie gesagt, die größte Motivation bei solchen Geschichten kommt daraus, dass du irgendwie mit deinen Mitbewohnern oder mit deiner Freundin oder so quasi die mitspielen und dass ihr dann quasi so gegeneinander halt euren Charakter hochlevelt. Weißt du, dass da so noch die Competition mit reinkommt. Aber ohne Tasche keine Competition. Also quasi das reale Leben wie mittels so ein Spiel dich motivieren, Ja, oder? genau. Wo das ja auf jeden Fall viel ist, es gibt ja diese ganzen Runner-Apps, ne, Runtastic oder wie die alle heißen. Und da gibt es die ja schon seit Ewigkeiten, dass man da quasi, wenn man
10 Kilometer gelaufen ist oder so, halt Punkte bekommt und solche Geschichten. Und da funktioniert das sogar ganz gut. Da hilft das auch tatsächlich. Oder diese Schrittzähler, obwohl ganz im Ernst, das ist so wie Nordic Walking. Das ist. Ich habe dieses Rantastic immer beim Fahrradfahren. Ja. Und du kannst sie auch online stellen, dann können die Leute sehen, wo du fährst, ja. Ja. Und wenn du jetzt, und die können dir Beifall geben. Also das ist total irre. Beim ersten Mal bin ich fast vom Fahrrad gefallen, weil ich voll den Schreck gekriegt, weil ich auf den Kopfhörern plötzlich keine Musik hatte oder irgendwas duddelte da. Und auf einmal klatschen da Leute. Und ich denke, was ist das denn? Das kannst du alles auf der Webseite anklicken, ne? Da gibt es so Fanfaren und all so ein Quatsch. Und die können halt live quasi eingreifen ins Geschehen, ne? Irgendwo. Ich habe das dann auch gemacht, weil ich das witzig fand. Und ich hatte eine Läuferin, die ist in Hongkong immer um denselben Block gelaufen, jeden Tag. Und ich habe da immer eine Hupe. Das habe ich 2 Wochen lang gemacht. Ich glaube, die war ziemlich genervt. Also du kannst, ich kenne die Sachen überhaupt gar nicht, Leute. Ich komme gerade, also du kannst quasi ein Horn bei ihr in ihren Laufkurs reinhauen, einfach so, egal wo du willst. Ja, genau. Also die ist dann online quasi. Also, ne? Also du siehst genau die Strecke, die sie läuft. Die lief irgendwie 10 Kilometer jeden Tag, ist sie gejoggt und ja, und dann konntest du halt, kannst du halt klatschen oder, also es gibt dann so Buttons, ne, hier jetzt mal klatschen und hier mal ein Button oder eine Tute, so also eine Hupe, ja, und dann kannst du das machen und dann hört die das, weil die hat ja die Kopfhörer im Ohr und dann, ja, über die App, die dann ja läuft. Das ist ja richtig krass. Ich glaube, ich sollte mein Telefon öfter benutzen. Gibt's aber schon Jahre. Also das ist, glaube ich, das waren so die ersten, die das echt extrem getrieben haben. Ne? Also auch dieses Anfeuern ja quasi, ne? Du schaffst das und so nach dem Stil ging das ja. Das war ja auch wieder letztendlich ein Anfeuern oder ein Belohnen von einer Aktion, die man gemacht hat. Okay. Man muss es nicht online machen, aber man kann es, ist ganz witzig. Das stelle ich mir witzig vor. Also auch das, was Slabby gesagt hat, stelle ich mir witzig vor. Mhm. Und wenn du mit deiner Freundin oder deinem Freund zusammen wohnst und ihr habt beide keinen Bock und oder ihr seid nicht so versiert im Aufräumen, wie Slabby das sagt, dann motiviert das schon. Also klingt lustig. Ja, dann denkst du dir, ich habe die Woche schon 2-mal abgewaschen, aber wenn ich jetzt noch ein 3-mal abwasche oder irgendwie ein 3-mal Wäsche mache, zack, dann kriege ich ein Achievement und ich kann meinen Freunden irgendwie unter die Nase reiben, hey, ich habe 3-mal Wäsche gemacht diese Woche. Also es kann halt motivierend und es kann auch cool sein. Auch wenn es ein bisschen albern klingt so. Ich stell's mir witzig vor, also. Ich stell's mir wirklich witzig vor. Gibt's das sowas in großen Unternehmen? Also, dass dort das mittlerweile auch so läuft? Weil ich sag mal, Unternehmen werden ja auch immer mehr, wie sage ich, anders. Gamifiziert? Naja, anders geführt als früher, sage ich mal. Da ist ja auch viel. Das war früher aber schon. Bei Cisco zum Beispiel, so ein großer Netzwerkanbieter, amerikanisches Unternehmen, da ist es sehr üblich. Auch bei Deutschen mittlerweile, aber die Amerikaner waren da weiter vorn. So im Vertriebsbereich, ja, da gibt es große Boards an der Wand, wo dann so Punkte drauf gemalt wurden. Ne? Also je nach Umsatz, was so ein Vertriebsmitarbeiter an Umsatz gemacht hat, gibt es dann verschiedene Badges quasi, die man dann einsammelt. Und das spornt natürlich an, weil die Kollegen sehen diese Dinger ja. Ne? Das ist also ein großes Board, da stehen alle Vertriebler drauf und jeder weiß genau, wo er steht. Und das spornt die Leute natürlich an, weil keiner will Letzter sein, weil das ja peinlich ist, sieht ja jeder. Und das ist auch eine Art und Weise, dann die Leute zu pushen. Ne? Also das gibt es aber schon bestimmt. Also ich weiß, dass es vor 20 Jahren schon so war. Ne? Also das war halt nur noch nicht so elektronisch, weil es da keine Telefone gab. Also. Ja, das ist quasi Evolution von Rabattmarken, wenn du es so haben willst. Ne? Ja. Also hier, wie heißen die nochmal, diese Karten? Coupons. Bei denen man immer bei DM gefragt wird, ob man eine Karte hat. Payback, genau. Sind Sie auch Payback-Kunde? Nein! Da werde ich bei Aral immer gefragt. Ja, richtig. Also nur da, sonst nirgendwo. Beim Netto gibt es jetzt Treuepunkte. Echt? Ja, und da ich bin ja wirklich schon sehr treu, ja, seit 9 Jahren, immer derselbe Laden. Ich werde sogar heute noch gefragt sagen, nein, brauche ich nicht, ich komme auch so wieder, ist in Ordnung. Ich nehme den mal für meine Mama mit, beim Rewe zum Beispiel. Hat aber ist ein Messerset geholt. Ist das denn auch so eine Art Gamification, wenn wir das jetzt mal auf das übertragen würden? Also wäre das denn genau dasselbe? Weil du hast ja dann auch im Sinne von, ja, wenn ich heute einkaufen gehe, habe ich das Achievement erreicht und kann mir das davon kaufen, sozusagen. Oder ist das eher wieder, geht das in eine andere Richtung? Ja, das geht schon wieder in die Richtung, dass man was sparen muss. Und dieser
diese Motivation, ein paar Prozente zu bekommen für irgendwas. Und eigentlich bringt es einen nur dazu, immer in die gleichen Läden zu rennen und die anderen zu vergessen. Also würde es jetzt nicht so direkt in die Gamifizierung reinsetzen. Aber die Apps auf jeden Fall, also die, bei denen man die Badges bekommt und sowas, auf jeden Fall. Und das, was Garak gerade gesagt hat, ich meine, das war damals halt so dieses Bild im Flur vom Mitarbeiter des Monats. Ja. Was halt einfach mittlerweile mehr Richtung Social Media und mehr Richtung Digitales gewandert ist, dass du nicht mehr dieses Bild im Flur hängen hast, sondern dass du halt, wenn du dich dann einloggst und irgendwie sagen kannst, hey, ich habe jetzt diesen Monat als Autoverkäufer 50 Autos verkauft, das halt für Firmen, die sowas einsetzen, dann kriegt er halt Pling, eine Nachricht auf dem Bildschirm und dann sagt der Chef, hey, geil, hier, zack, kriegst einen halben Tag Urlaub. So halt als Belohnung halt quasi. Mhm. Ja. Schreibt der Tupper nämlich auch gerade bei Twitter. Dein Bekannter arbeitet beim Pizzaservice und dann wird er nach Auslieferungssternen bezahlt. Mhm. Sind das dann die Auslieferungssterne von pizza.de oder wie die heißen? Das wäre jetzt die Frage. Weil das wäre ja noch was anderes dann. Aber ja, genau. Jetzt mal aber mal, also Raffles hat gerade noch bei Twitter, das passt gerade ganz gut rein, er hat gefragt, ob das wirklich so notwendig ist in seinem Haushalt oder generell, ob man diese Motivation überhaupt braucht, also diese Apps, weil, also ich zum Beispiel, ich kenne sie wirklich überhaupt gar nicht. Ich habe davon noch nie was gehört. Also ich kenne diese Running-App, aber ich habe immer gedacht, das ist einfach nur für den Puls und dass du die Entfernung, quasi dein Fahrradcomputer auf dem Handy sozusagen. Ja. Ist so, braucht ihr sowas? Also nutzt ihr selber wirklich sowas? Ich meine, Slabby, du hast ja schon gesagt, aber... Ja, also ich würde mit so einer Haushalts-App würde man mich auch nicht dazu bringen, Haushalt zu machen. Also das würde bei mir jetzt irgendwie nichts bringen. Aber also es wäre dann irgendwie überflüssig. Aber jetzt so zum Beispiel Rantastic, also doch, das finde ich schon sehr, sehr gut, weil das wären ja viele, also ich brauche da die Badges nicht, die sind mir eigentlich relativ egal und das online mache ich in der Regel auch nicht, weil das, ich falle echt vom Fahrrad, wenn da einer hupt, also das ist, da erschrecke ich mich jedes Mal wieder und aber es ist halt, diese App drumherum ist ganz nett, ne? Also wenn man später nochmal gucken kann, wo ist man gefahren und wie viele Kilometer waren das, welche Durchschnittsgeschwindigkeit hat man gehabt und so, das ist zwar eigentlich auch nicht relevant, wenn man nicht gerade Radrennsportler werden will, aber es ist trotzdem nett, das mal nachträglich zu gucken. Das finde ich schon ganz gut, ja. Motiviert ja auch, ne? Ja, ja. Das ist ja bei dieser Abnehmen-App nochmal, diese Gruppe. Weight Watchers? Weight Watchers, ja, genauso. Ja. Da geht es ja im Prinzip auch nie, um nichts anderes, als dass du einfach nur darauf achtest, was du isst. Ne, die zwingen dich durch das ganze Punktezählen darüber halt nachzudenken und zu reflektieren, was du überhaupt gegessen hast. Aber dich selber motiviert es wiederum, halt diese Achievements zu bekommen. Genau. Ja, du kriegst ja dauernd irgendwelche Achievements und ja, es ist ja auch keine Diät, was viele fälschlicherweise ja immer als Diät bezeichnen. Ne? Weight Watchers ist einfach nur eine Möglichkeit oder sagen wir mal so, eine sehr geschickte Sache, um Menschen dahin zu bringen, zu begreifen, was sie eigentlich in sich reinschmeißen, so. Also was oder aus was Nahrungsmittel bestehen. Ja? Ja. Ganz, ganz wichtig. Wenn man nämlich nicht weiß, welche Punkte so ein Nahrungsmittel hat, dann muss man das halt alles einzeln angeben, was auf der Schachtel steht, ne? Wie viel Fett da drin ist, Eiweiß, all sowas. Und da, nach einer Weile, wenn man das eine Weile gemacht hat, da lang schon 2-3 Wochen, dann merkt man so lange, aha, wenn ich zu viel Ballaststoffe drin habe oder zu viel Kohlenhydrate, dann sind die Punkte so und so. Also man merkt das relativ schnell und spätestens nach ein paar Wochen bist du so gut spezialisiert, dass du beim Einkaufen guckst nur auf die Schachtel drauf und weißt ganz genau, nee, das esse ich nicht. So, ja. Ne? Also, weil man lernt quasi Ernährung und das ist ganz schön, ganz, ganz interessant. Man muss halt nur beibleiben. Ne? Aber wie gesagt, so die Motivation, dass du bleibst, sind halt diese, mal abgesehen von dem Gewicht, ja, dass du also jede Woche eigentlich wahrscheinlich, wenn du alles richtig machst, weniger Gewicht hast, was ja auch eine sehr, sehr gute Sache ist und eigentlich ja das Ziel ist, gibt es dann eben zwischendurch noch diese ganzen tollen Sternchen.
Und da sind wir halt eben bei der Gamifizierung der Gesellschaft, ne? Du könntest ja auch einfach dir dieses, ich meine, dieses Punktesystem von Weight Watchers ist nichts anderes als halt ein umgerechneter Wert für Kalorien, Fett und sonstige Nährwertstoffe. Und du könntest dich genauso gut hinsetzen und dich damit beschäftigen, aber das macht halt nicht so viel Spaß, Kalorien zu zählen. Plötzlich hast du Punkte und es macht total viel Spaß, Punkte zu zählen. Ja. Und das ist genau das, was halt diese Gamifizierung ausmacht, diese Motivation dahinter, nur weil du es plötzlich Punkte nennst und eben nicht Kalorien, dass es plötzlich viel, viel motivierender ist, daran zu arbeiten. Und eigentlich müsste das Abnehmen an sich schon und das gesunde Leben an sich schon Grund genug sein, aber das ist ja, kennt ja jeder, das ist an sich nicht Motivation genug, sondern Punkte zählen, das ist, worum es geht. Heutzutage. Ja, genau. Findet ihr es nicht irgendwie ein bisschen unheimlich? Nein. Also ich finde das extrem unheimlich. Als Gamer? Ich glaube, es war schon immer so, auch bevor es Computer gab. Also ich glaube, das gab es auch früher schon. Das waren dann halt nur andere Belohnungen für irgendwelche Tätigkeiten. Also ich glaube nicht, dass es das früher nicht gab. Man hat einfach immer so die simpelste Art, irgendwie einen Menschen glücklich zu machen, ist ihn halt einfach so ein bisschen zu fordern und für den kleinsten Fingerzeig, den er macht, halt auch sofort wieder zu belohnen. Und selbst wenn du in deinem Kaffeeladen bist und immer schön daran denkst, deine Stempelkarte hochzuhalten, dann kriegst du den 10. Kaffee umsonst. Und das ist in dem Fall, finde ich, jetzt wenig spielen, aber trotzdem bist du halt irgendwie automatisch auch über diesen Payback-Punkten darauf geprägt, wenn ich etwas nutze, werde ich dafür belohnt. Also halt ganz, oder wenn ich irgendetwas mache, was ganz einfach ist und einfach so eine Karte vorzeigen, ist ja ganz einfach, kriegst du halt sofort eine Belohnung. Ob sie dir jetzt hilft oder nicht, das ist vollkommen egal, aber du kriegst eine Belohnung. Ich finde es super unheimlich, diese ganzen Statistiken zu führen über einen selber. Weil, also ich würde mich beobachtet fühlen. Ich würde mich ja selber beobachten sozusagen, wenn ich mein Essen zählen würde. Ich meine, das kann ich verstehen für die gesunde Ernährung und dass du eventuell mal ein bisschen in die Gänge kommst, aber gerade so was das Laufen angeht oder das Putzen oder sowas zum Beispiel, ja, ich würde mir voll grauenvoll vorkommen. Oh, ich gucke mal heute ins Telefon, oh, ich muss aufräumen, oh nein. Also ich find's ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Auch, also es gibt einfach viel zu viele Sachen, muss ich sagen, die statistisch quasi gespeichert werden heutzutage. Und diese Gamification führt, glaube ich, auch so in die Richtung, dass wir das spielerisch sozusagen akzeptieren, dass wir uns selber den ganzen Tag beobachten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, diese ganzen Karten, die werden auch irgendwo gespeichert. Ne? Dein komplettes Kaufverhalten ist irgendwo auf irgendeiner Datenbank oder auf vielen Datenbanken gespeichert. Nicht nur da, sondern auch bei Amazon, bei Google. Alles, was du gesucht hast, ist irgendwo gespeichert. Muss man sich mit beschäftigen und ich verstehe, wenn manche Menschen sich da nicht so wohl fühlen. Mir ist es ehrlich gesagt egal, weil was habe ich zu verbergen? Also ich verberge da nichts. Wenn ich jetzt weiß ich nicht was, bei Amazon angucke, dann ist es halt gespeichert, mein Gott. Aber bin ich auch nur Mensch. Und ich kann das verstehen, dass man sich da unwohl fühlt, weil es irgendwo zentralisiert gespeichert ist, aber ja. Aber immer gibt keine Person, die dich dazu zwingt, irgendwas zu benutzen. Macht alles ja aus freien Stücken. Ja, das ist wohl wahr, aber ich meine, was ich damit meine, dass viele Leute das so als Motivation nehmen. Also, ich meine, wir können, das geht ja dann wieder in viele, viele andere Richtungen, wie, weiß ich, zum Beispiel das Thema Bildung, was ja nachher später noch aufgegriffen wird, oder Industrie. Es ist ja im Grunde genommen, ich weiß nicht, ich bin immer so der Mensch, der seinen eigenen freien Willen haben sollte und nicht so eine Gimmicks bräuchte, um sich motivieren zu lassen von sowas. Das, vielleicht kenne ich deswegen auch diese Sachen einfach nicht. Ich meine, ich finde es wirklich interessant und auch sehr lustig, aber auch auf der anderen Seite wieder sehr kontrovers, weil, wie soll ich sagen, man stuft ja selber irgendwie ein bisschen ab, ja? Also wenn ich zum Beispiel von Garak höre, dass er dann auf die Packung guckt und sich sagt, boah, nee, das darf ich nicht essen
und aber auf der anderen Seite er darauf Lust hätte zum Beispiel, aber ihm das Ganze das wieder verbietet, finde ich das, weiß ich nicht. Da mag ich dann doch lieber so den freien Willen und wo man das selber dann entscheidet. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber das hast du ja. Du hast dich ja dazu entschieden, also jetzt in diesem speziellen Fall hast du dich ja dazu entschieden, Gewicht zu verlieren. So, dann sehe ich da nicht das große Problem, ja, weil das ist ja eine freie Entscheidung, das zu tun. Und durch das Punktezählen lernst du halt zu erkennen, was gut und was schlecht ist. Das heißt noch lange nicht, oder jetzt in diesem Kontext des Abnehmens, das heißt aber jetzt nicht, dass man das nicht essen darf oder so, ne? Also dann gehen dir halt bloß die Punkte aus, dann isst du halt was anderes weniger. Also du hast ja eine bestimmte Anzahl an Punkten pro Tag und es gibt auch Dinge, da kannst du so viel essen, bis du satt bist, das ist völlig wurscht, ja. Das hängt ein bisschen damit zusammen, was du isst. Und ich glaube, der Sinn und Zweck ist in erster Linie zu erkennen, aus was besteht eigentlich das, was man isst, ja, und was hat das, verursacht das. Und dafür finde ich das ganz in Ordnung. Und wenn man nicht mehr will, hört man halt auf, ne? Man ist ja nicht gezwungen. Ja? Oder du siehst im Supermarkt und sagst, ist schlecht, aber es schmeckt gut. Pack's in den Wagen. Egal, ja. Ich meine, es tut dir ja keiner was. Das Einzige, wo du es dann merken willst, es fehlt dir dann eine Belohnung. Nämlich diese Belohnung, die du am Ende der Woche hast, wenn du dich wiegst und merkst, oh, ich habe gar nicht abgenommen, ich habe sogar zugenommen. Dann weißt du ganz genau, Belohnung verfehlt, das Lachen an dieser Packung, die ich eigentlich nicht hätte essen dürfen oder wollen oder was auch immer. Oder aber andersherum, Energiehaushalt, ja, ist ja das Entscheidende. Du brauchst ja einen negativen. Das heißt, du musst mehr Energie raushauen, als du reinpackst, sonst kannst du nicht abnehmen. Das heißt, du kannst dann ja auch eine Runde spazieren gehen, ne? Und dann kaufst du dir schöne, leckere Schokolade, völlig egal. Und dann läufst du halt dreimal um den Block, auch gut. Also dann passt es wieder, ja. Also ich glaube, der Sinn und Zweck ist dort eher, also die Punkte bezwecken eher, dass man lernt, was man isst. Und die Achievements, die bekommt man halt über die Gewichtsabnahme, dass man eben dann, Mensch, du bist toll, du hast jetzt 5 Kilo abgenommen oder so, ne? Ja. Weil ich das gerade im Chat lese, hier von Achievement-System und beim Rauchen aufhören, das war nämlich etwas, also ich würde nicht sagen, dass es mir damals geholfen hat, aber ich habe auch vor ein paar Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Und das war für mich einfach so, ja, okay, ich habe keinen Bock mehr, so ist ungesund und ich kann es mir nicht mehr leisten, ich höre jetzt auf. Von daher hat das schon mal irgendwie gepasst. Was dann aber, finde ich, es war nicht der Hauptgrund, aber was unterstützend dazu kam, war dann halt so eine App, die ich benutzt habe. Und die hat mir halt dann auch gesagt, zum Beispiel, also da hast du dann halt eingetragen, wie viel du am Tag irgendwie geraucht hast, wie stark die waren und was ich nicht alles. Und die hat dir dann gesagt, zum Beispiel nach einem Tag, hey, du bist jetzt 24 Stunden rauchfrei, geil, Daumen hoch, kannst du jetzt hier twittern und facebooken, wenn du willst. Und halt mit der Zusatzinfo immer noch so, deine Atmung ist jetzt wieder normal. So. Oder wenn ich einen Monat nicht geraucht habe, dann hat es so ein Ding aufgebockt, wo halt irgendwie drin stand, hey, das Risiko, dass du Lungenkrebs kriegst, ist jetzt 20% geringer als von noch vor einem Monat irgendwie, wo du geraucht hast. Und das waren alles keine Gründe, weswegen ich aufgehört habe, aber es hat auch mal so ein bisschen so das Gespräch darüber nochmal wieder so ein bisschen, auch so dieses positive Gespräch darüber gefördert, weil ich war dann unterwegs, ich war mit Freunden, auf meinem Handy hat geböppelt, ey, guck mal heute, jetzt genau in der Minute ist ein Monat. So, da haben mich meine Freunde, haben mich high-fived und haben gesagt, geil, hast du cool gemacht. Und so hätte, also ich glaube, sonst hätte ich mir halt nie irgendwie einen Kalender irgendwie notiert, so, jetzt ist ein Monat rum, hätte mir einen Alarm irgendwie gestellt. Und das war halt auch wieder so eine kleine spielerische Sache, die es halt nicht unbedingt leichter gemacht hat, aber die es halt so ein bisschen unterhaltsamer gemacht hat. Man darf halt auch nicht vergessen, dass der Mensch an sich halt manipulierbar ist. Und wenn man das weiß von sich selbst, dann kann man das ja auch zu seinem Nutzen halt ziehen. Und klar habe ich einen freien Willen, aber ich kann aus freiem Willen quasi entscheiden, mich selbst zu manipulieren. Und mir be durch Belohnungen im Alltag halt dabei helfen, ein besserer Mensch zu werden. Entweder ob ich damit aufhöre zu rauchen, ob ich mehr Fahrradfahren gehe oder so. Klar speichern die Apps das wahrscheinlich irgendwo, dass ich aufgehört habe zu rauchen oder sowas. Aber das, ja, mir ja egal. Aber es ist halt trotzdem noch freier Wille, weißt du? Wenn ich meine, ich weiß zum Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe, die ganzen teuren Artikel sind auf Augenhöhe.
Das habe ich ja mittlerweile gelernt. Das hat man ja schon zigmal im Fernsehen gesehen. Deswegen guckt man automatisch mittlerweile nach unten, weil man ganz genau weiß, da sind die billigen Artikel. Wahrscheinlich haben sich die Supermärkte schon längst überlegt, unten die ganzen teuren Sachen hinzupacken oder sowas. Wir haben schon wieder 100.000 neue Algorithmen entwickelt, um mich trotzdem wieder dazu bekommen, die teuren Sachen zu kaufen. Aber ne, wenn man sowas weiß, dann kann man das auch halt zu seinem eigenen Nutzen halt wieder verändern und selber halt nutzen. Von daher... Ich finde das nicht so schlimm, sich selbst zu manipulieren. Denkt ihr, es würde was bringen, wenn wir das über ins Bildungssystem übertragen? Mhm. Weil das Thema wollten wir sowieso anreißen. Und meint ihr, dass wir, oder was heißt wir, dass das, sag ich mal, die Jugendlichen oder weiß ich, die studieren ist ja, sag ich mal, mit 20s ungefähr, dass man dort die Leute auch motivieren kann und also nicht nur auf die Note, sondern auf andere Sachen, dass die motivierter werden, Sachen zu erledigen. Aber eigentlich hast du es doch schon durch die Note. Ja. Ne? Ich meine, die Note ist doch die Belohnung, aber die scheint nicht zu wirken. Ja, ne? Eben, also, nicht mehr. Ja, also nee, früher auch nicht. Also. Ich glaube, als die Noten eingeführt wurden, da hat es noch was gebracht, weil da war es noch was Neues. Aber du musst halt im Bildungssystem, glaube ich, immer wieder neue Sachen reinführen. Ja, das kann gut sein, ja. Und ich denke mal, wenn es heutzutage irgendwie jemand mit einer App oder nicht irgendjemand, jede Schule ihre eigene App hätte, wo man wirklich die Noten quasi, oder nicht Noten, sondern Punkte quasi sammeln könnte. Gibt's ja auch. In der Oberstufe sammelst du ja auch nur noch Punkte und keine Noten mehr. Oder irgendein anderes neues System, dann würde das auf jeden Fall was bringen und die Schüler wären ein Ticken motivierter, halt ihre Sachen zu lernen. Und du könntest zum Beispiel jedes Schulwissen noch etwas feiner halt aufteilen und halt für jede Hausaufgabe zum Beispiel Punkte sammeln oder so, solche Geschichten, weißt du? Oder für gute Hausaufgaben kriegst du dann mehr Punkte oder so, oder wenn du dich mehr engagierst. Das würde wahrscheinlich so ein richtiges System auf verschiedenen Schulen, das wird wahrscheinlich schon was bringen, dass dann halt die Schule, die so eine App hat für jeden Schüler, dass die dann plötzlich viel, viel, naja, motiviertere Schüler quasi ins Abitur schickt oder wo auch immer, oder in Abschluss. Also genau zu dem Thema hatte ich sogar neulich mal einen Artikel gelesen, also neulich ist glaube ich auch schon bestimmt ein Jahr her oder so, habe ich leider gerade in der Vorbereitung nicht mehr wiedergefunden, aber da ging es auch genau um einen, das war ein Informatiklehrer, der war gerade aus seiner Referendariatszeit raus und der hatte dieses Notensystem auch umgeprügelt. Hat sich halt Videospiele als Vorbild genommen und halt auch so ein Ranking-System dadurch halt aufgebaut, wo du halt mit kleinen Aktionen im Schultag quasi immer so eine Tabelle hattest pro Schüler. Es war eine Heidenarbeit für ihn, aber dadurch, dass er Informatiklehrer war, konnte das halt auch super mit dem Unterricht vereinen und hat dann auch so simple Belohnungen halt einfach irgendwie gemacht. Also selbst wenn der Schüler zum Beispiel einfach nur seine Hausaufgabe freiwillig vorgetragen hat, dann hat er halt auch zum Beispiel Erfahrungspunkte bekommen. Also er hat halt Schulnoten in Erfahrungspunkte umgerechnet und mit diesen Erfahrungspunkten kommst du quasi aufleveln. Und das ergibt ab dem Punkt Sinn, dass alle Schüler am Anfang dieses Schuljahres oder Halbjahres, was das war, quasi auf einer Note angefangen haben. Alle waren auf der schlechtesten Note von Anfang an. Und dann je nach ihren Leistungen in der Zeit haben sie dementsprechende Erfahrungspunkte bekommen und konnten halt so ihren Charakter halt einfach irgendwie aufleveln. Wo sie dann halt auch also wussten, Mist, das Schuljahr ist jetzt ja quasi schon in einem Monat oder irgendwie anderthalb Monaten vorbei. Mein Charakter steht halt immer noch irgendwie auf Stufe 4 und ich will den jetzt irgendwie nochmal annähernd auf Stufe 2 kriegen, weil die konnten das halt auch alle zu Hause online abrufen, die Eltern halt auch, je nachdem, wer man wollte. Dass sie halt immer ganz offen sehen konnten, wo sind sie gerade. Und das hat dann halt wieder dazu geführt, okay, vielleicht haue ich jetzt nochmal ein freiwilliges Referat raus. Jetzt so leveln konnten. Und ich weiß nicht, wie gut das funktioniert hat jetzt im Nachhinein, aber das fand ich eine ziemlich spannende Geschichte. Das klingt so nach Rollenspiel für die Schule. Ja. Ja. Das war geil. Genau sowas war das. Und das Lustigste waren die Interviews von seinen älteren Lehrerkollegen, die das teilweise gar nicht gecheckt haben, aber weil er das halt beim Schulleiter durchgeprügelt bekommen hat, fanden das am Ende dann irgendwie doch alle cool. Ich meine, ja, es ist halt innovativ, also motiviert halt Menschen, da haben wir wieder diesen Motivationsaspekt, spielerisch zu lernen. Ich meine,
Es gibt so viele Sachen, wenn das Äffchen das Klötzchen in den viereckigen Stein stecken will und sowas, ja. Also man lernt ja durch Spielen sozusagen. Ja. Ich weiß aber nicht, also ganz ehrlich, ich meine, das Wissen bleibt ja immer das Wissen, aber wie man das dann nachher ummodeln und ob das sinnvoll ist. Ich meine, man kann sich ja, glaube ich, nicht davor vor der Modernisierung drücken, also gerade was Technik angeht. Und es gibt ja, glaube ich, auch mittlerweile Schulen oder Schulklassen, die mit Laptops mitschreiben und gar keinen Zettel und Stift mehr haben und sowas. Ich glaube, mittlerweile hat auch jede Schule diese Smartboards. Smartboards? Was sind Smartboards? Ja, so keine Tafeln mehr, sondern halt so Beamer und da kann dann der Lehrer mit einem Stift drauf schreiben, also ja, so einem virtuellen Stift und so. Das gab es früher schon, das nannte sich Folie und dann hat man mit dem Edding ja, und heute braucht man dafür keine Folien mehr, sondern Lochkarten, die sind eine Stufe aufgestiegen. Der moderne Overhead-Projektor. Genau. Der Overhead-Projektor, ja. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, also wenn ich mal wirklich ehrlich sein möchte, ich meine, ich würde es mir wünschen, wenn wir in diese Richtung gehen würden, weil also ich glaube, Allgemeinbildung ist heute, ich meine, mein Vater hat das schon zu mir gesagt, dass meine Allgemeinbildung für ein Hintern ist, ja, aber heute ist ja wirklich grausam. Und ich kann, also ich sag mal, in der Schule geht es ja immer schon los, glaube ich, weil da kriegst du ja das meiste, die meisten Sachen mitgeliefert, sozusagen. Und es ist schade, dass irgendwie nichts mehr hängen bleibt. Und da muss ich wieder ganz ehrlich sagen, durch diesen spielerischen Aspekt würde ich das wieder begrüßen, weil das motiviert mehr Leute wieder was zu machen. Also egal ob jung oder alt, ja. Ich meine, das kannst du im Studium genauso machen. Ich meine, wer mag nicht oder wer mochte diese ganzen trockenen Bücher einfach überhaupt gar nicht? Ja. Man braucht halt irgendwo einen Anreiz dazu. Ich meine, da könnte man auch wieder sagen, man muss mit dem inneren Schweinehund kämpfen, aber ich würde es wirklich sehr begrüßen, diese Systeme einzuführen. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, die Videospielindustrie studiert seit 30 Jahren, wie man die Leute bei der Stange hält. Und wie motivierst du jemanden, ein Spiel über 90 Stunden halt zu spielen? Und die sind halt auf so Sachen wie Achievements und sowas gekommen. Klar, die haben es nicht erfunden, aber die haben trotzdem das Rad quasi neu erfunden. Und warum soll man nicht das, was die jetzt wiederum oder gefunden haben oder herausgefunden haben, warum sollte man das nicht wieder für was nutzen, was halt irgendwie normal im Alltag wiederum ist. Und ja, um den Bogen wieder zurück zu den Videospielen zu finden. Aber dann könnte man nachher auch, ich glaube, dann können wir auch da auf den Lehrkörper nachher verzichten irgendwann, oder? Also dann könntest du ja quasi auch, gibt's das auch schon? Skype-Sitzung, Schule, Konferenz? Weiß das jemand? Hat schon mal jemand was davon gehört? Stimmt. Schule weiß ich nicht, Uni auf jeden Fall. Ja, Fernuni. Ja. Ja. Was, Fernuni? Also das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ja, Fernuni. Hier in Hagen ist ja eine Fernuni und die machen, glaube ich, mittlerweile auch diese schreckliche Werbung. Ja. Ich habe auch weite Teile virtuell gemacht, also per Bildschirmübertragung in meinem zweiten Studium. Und wenn ich jetzt den Master noch gemacht hätte, der wäre komplett, da gibt es gar keinen Klassenraum, gar kein gar nichts, sondern es ist alles, alle sitzen zu Hause, sollten möglichst, also damit es erträglich ist, in einer annähernd komfortablen Zeitzone sitzen, aber selbst das ist egal. Und ja, da sitzt der Prof da oder vom Bildschirm und das ist wie in der normalen Uni, nur dass es eben auf dem Bildschirm alles stattfindet. Ja. Und man kann dann eben auch das so machen, ne? Also es funktioniert schon. Bei Uni passt das ja auch. In der Uni bist du so oder so anonym. Ja, ja. Gehst ja nicht in den Hörsaal mit Audimax mit 500 Leuten und hast da deinen besten Freund neben dir sitzen, sondern... Also, ja, bei meinem zweiten Studium war das nicht so. Okay. Beim ersten schon, ja, da war es völlig egal. Also da habe ich selbst nach... weiß ich nicht, nach 8, 9 Semestern hatte ich die meisten noch nie gesehen, also insofern, ja, oder nicht wahrgenommen. Also es waren einfach Tausende, das war zu viel. Also das ist ein Kommen und Gehen. Richtig. Aber beim zweiten war das nicht so, aber da war das Thema auch zu eng. Da gab es halt gar nicht so viele Studenten. Aber im Normalfall ist das schon richtig, ja. Bei der Uni macht das dann halt daher Sinn. Schule würde ich das ein bisschen... Wüsste ich nicht, ob das gut ist, weil Schule ist ja auch gerade deswegen wichtig, weil du ja sozialisiert wirst und halt eben diese Klassen, dieses Klassensystem, das macht ja schon Sinn, ne, dass du halt mit 30 Leuten über mehrere Jahre quasi aufsteigst, sozusagen. Einfach weil du da
Freunde findest und soziale Kontakte pflegst und sowas. Ich finde, das ist noch viel wichtiger an der Schule als dieses ganze Wissen, was man da bekommt, weil das ist am Ende eh unwichtig. Ich habe nach dem Abi mehr gelernt als in der Schule. Sind die Klassen heute aber noch die ganzen immer so Freunde? Groß? Jo, die sind immer noch so groß. Ja. Immer noch 30? Dabei gibt es doch gar keine Schüler mehr. Nee, kommt drauf an, wo du bist. Also vielleicht nicht, aber... Nee, aber so im Verhältnis. Ich meine, ich weiß noch, so Grundschule, als ich zur Grundschule ging und auch auf dem Gymnasium, das war alles 30er Klassen und dann ABC. Also es waren immer so in jedem Jahrgang irgendwie so 90, 100 Kids. Ja. Aber die geburtenstarken Jahrgänge sind ja vorbei und zwar Jahrzehnte vorbei. Das wundert mich jetzt, dass die Klassen immer noch so groß sind. Haben sie wahrscheinlich Lehrer gespart. Es wäre ja sinnvoll gewesen, kleinere Klassen zu machen, so mit 15, weil da lernt man auch mehr. Ne? Ja. Also 30 ist schon enorm viel, finde ich. Das ging halt damals nicht anders. Ne? Waren viel zu viele Kinder da. Wenn wir mal von diesem Punkt an in die Industrie gehen, Leute, und da mal diese lasst uns das mal aufteilen, dass wir die Gamifizierung in die Industrie legen und dann einfach mal die Gaming-Industrie betrachten. Habt ihr so das Gefühl, dass das auch irgendwie boomt in letzter Zeit? Also nur betrachtet bitte auf Deutschland, nicht so global. Global können wir auch anreißen, weil da ist das wieder was anderes, weil hier, glaube ich, haben wir mehr, sage ich mal, das Gefühl, oder wir fühlen das anders, weil wir nach außen hin nicht ganz so viel sehen, sage ich mal. Also persönlich, mit unseren eigenen Augen, das meine ich. Also, wie ist das, empfindet ihr, dass die Gaming-Industrie oder generell alles, was da mit reinspielt, dass die einfach boomt momentan, extrem boomt? Naja, dieses Jahr war einfach stark, ne? So gesehen. Das heißt, dieses Jahr kriegt man auf jeden Fall das Gefühl, dass die Gaming-Industrie boomt. Aber das ist eine Entwicklung, die seit 20 Jahren, glaube ich, anhält. Das ist wie Intel, die, wie heißt das, Moore's Law, dass jedes Jahr die Prozessorkraft doppelt so stark wird und so entwickelt sich im Prinzip die Gaming-Industrie, dass sie jedes Jahr den doppelten Umsatz macht. Ne? Wenn du dir, wie heißt denn der Shooter nochmal, ach verdammt, der was weiß ich, wie viele Millionen Euros gekostet hat von Destiny. Bungie. Destiny, genau. Das war damals auch ein Hype, weil das Spiel das teuerste war aller Zeiten. Was man jetzt von dem Spiel halten soll, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe gehört, es soll immer noch ganz spaßig sein. Aber das ist halt eine Millionenindustrie mittlerweile. Ich glaube, die wirft mittlerweile auch mehr ab als die Filmindustrie, kann das sein? Kann man da nicht schon so Statistiken nachlesen? Ich meine, wenn du da mal einfach auf so einen Titel wie Witcher guckst, da, ich weiß gar nicht, was haben sie investiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwas um die 60 Millionen und also, eingenommen war etwas mehr. Etwas, ja. Ein wenig. Ja. Also, das kennt man ja auch immer von den Filmen, weil wenn ein Film ins Kino kommt, ist doch meistens auch eine der ersten Sachen, es hatte Produktionskosten in Höhe von auch irgendwie gefühlt hier 80 Millionen und hat dann aber in den ersten 3 Wochen schon so und so 4 Millionen wieder eingespielt. Aber so jetzt im Sinne der Spieleindustrie erlebe ich das, finde ich, aus meinem persönlichen Umfeld. Ich meine, das hat sich natürlich jetzt auch einfach so ergeben, dass es halt irgendwie immer mehr wird, weil je mehr Leute beschließen, auch jetzt einfach nur mal nebenbei, neben dem Studio und neben dem Job irgendwie ein Spiel zu entwickeln, zack, hast du wieder eine Person, die quasi in dieser Spieleindustrie irgendwas beiträgt. Zack, hast du wieder eine Person, die irgendwo auf Itch.io zum Beispiel ihr kleines Unity-Spiel irgendwie hochlädt. Zack, hast du wieder irgendeinen Indie-Journo, der das Spiel wieder reviewt. Dann hast du wieder die ganzen Leute, die es danach irgendwie kaufen. Dann kommt es vielleicht danach auf irgendeine Vertriebsplattform. Und das wird halt irgendwie einfach immer mehr. Und eine Person, die irgendwie ein Spiel macht, zieht dann ja mittlerweile schon so einen Rattenschwanz irgendwie an Berufen dann irgendwie nach sich, die sich damit irgendwie beschäftigen. Weil das sind jetzt nicht nur wir, so Leute wie Dizzy, der es ja auch als Beruf hat, der jetzt von der Arbeit von anderen Menschen halt irgendwie lebt, sondern halt auch genau dann halt Journalisten, die sich halt mittlerweile damit auseinandersetzen. Und gerade im journalistischen Bereich, ob es jetzt Hobbyjournalismus ist, ob es einfach nur Blogger sind, ob es wie wir jetzt, sag ich mal, ganz normale Streamer sind, ob es Leute sind, die es professionell machen, ob es Let's Player sind, daraus entstehen ja gerade immer mehr Berufe. Also Berufe, die es halt auch vorher, wie gesagt, ja noch nicht gab.
Und weiß jetzt nicht, ob ich jemanden, der einen Hobbyblog über die neuesten Xbox- oder PlayStation-Spiele als Beruf festlegen würde, aber es ist halt sein Hobbyberuf, den er sich ausgesucht hat. Und vielleicht wird das ja irgendwann auch mal ein Beruf. Wenn er Geld damit einnimmt? Ich habe da mal 2, 3 Zahlen, falls das gewünscht ist. Ja, bitte, hau rein. Ganz schnell mal gegoogelt. Die Süddeutsche hat das gebracht und das ist ja ein seriöses Unternehmen. Ja. Die Generation Videospiel nennt sich das. Mhm. Und das Lustige ist, ich habe gerade echt einen Schreck gekriegt, die größte Gruppe der GEMA ist über 50. Die wohl? Das, ja, über 50 Jahre alt. Ist die größte Gruppe. Was ich etwas mit sehr, sehr großem Erstaunen gerade wahrnehme. Ja, aber überleg mal, wann die angefangen haben zu spielen. Ja, genau wie ich nämlich. Die haben eben vor 30 Jahren angefangen. Ja. Klar, und deswegen spielen sie heute natürlich immer noch. Warum auch nicht? Also die größte Gruppe ist tatsächlich. Interessant sind die Umsätze weltweit. 2003 hat die Gaming-Industrie 23 Milliarden umgesetzt. Heute 86 Milliarden. Ja, 86 Milliarden US-Dollar. Und lustig ist, dass die Spieler nach Geschlecht aufgeteilt, 50-50. Also nur ein ganz, ganz kleiner Unterschied. Und zwar bei den Männern, die liegen ganz knapp vorn, aber wirklich so marginal, dass man sagen kann, es ist 50-50. Und jetzt kommt der Bildungsgrad, was ich auch total spannend finde. Die Masse der Gamer sind Realschüler, mittlere Reife. Und zwar mit einem riesen Vorsprung. Währenddessen dann die Hauptschüler kommen und dann die Studenten, also Hochschule, ja, Hochschulabsolventen und Abitur ist nur an der letzten Stelle, allerdings mit 20%, ja, das sind also 20% Abitur, 22% Hochschule, 35% mittlere Reife, 24% Hauptschule. Also insgesamt, wenn ich das schnell zusammengerechnet bekomme, fast 60% Hauptschule mittlere Reife. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja? Also warum? Hätte ich auch völlig, also echt hätte nicht? Ich, nee, so vom Gefühl her hätte ich das anders einsortiert. Hm. Ich weiß nicht warum. Also jetzt ohne Begründung, ich hätte das anders einsortiert. Guck dir mal die Top-Spiele bei Twitch an. Ja. Ja. Dann denke ich mal, ist die Sache klar. Ich finde aber auch, aber dass für Leute brauchst du Abitur. Oder was du gerade genannt hast, klingt eigentlich auch wie ein ganz normaler Schnitt irgendwie so durch die Gesellschaft. Ja. Ja. Hätte ich ja jetzt auch gesagt. Ich finde, der klingt jetzt gar nicht mal so realitätsfern, dass ich also irgendwie so Abitur, Hauptschule und Realschule das, irgendwie immer so ein Drittel geben. Ja, das kann gut sein, ja. Also 60% sind mittlere Reife und Hauptschule und Abitur und Hochschule halte ich, naja gut, das ist halt schon ein bisschen differenziert, aber ich hätte sie jetzt zusammengeschmissen irgendwo. Mehr oder weniger, man kann es natürlich nicht. Es gibt natürlich auch Abiturienten, die Handwerker werden, die dann nicht bei Hochschule reinzählen. Insofern ist das schon so. Aber was mich wirklich überrascht, ist diese Gleichheit der Geschlechter. Ja, also 50-50 hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, auch nicht. Und ein sehr, sehr großer, nämlich 8 Millionen Deutsche über 50 spielen. Das ist verdammt viel. Ja. Also die zweite Gruppe ist dann 40 bis 49, was immer noch ein Groß ist. Ja. Was? Nein. Ja. Und die dann, Studie muss ich mal lesen. Und dann musst du googeln, hier kann ich dir einen Link. Wollte ich gerade sagen, schreib es mal in den Chat rein. Gerne mal in den Chat. Cobby, und das ist hier sehr interessant, finde ich. Steht in der Süddeutschen und ist rausgekommen dieses Jahr zur Gamescon. Ja, Gamescon war der Aufhänger, warum die sich das da untersucht haben. Und weil das geht hier nämlich in dem Artikel auch mehr Umsatz als die Bundesliga. Und das hätte ich sowieso gesagt. Ich meine, die Bundesliga macht hier so viel Umsatz. Okay, aber hier steht eben auch, trotz boomender Geschäftszahlen wird die Computerspielbranche in Deutschland ihr negatives Image nicht los. Das ist ja genau unser Thema eigentlich, was die hier anreißen. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Ja. Aber genau da verstehe ich das wieder nicht. Ja? Also wenn wir mal wirklich, wir gehen mal davon aus, dass mehr reife Menschen zocken, also reif im Sinne von Alter reif, dass sie was im Kopf haben. Und dann passiert das, dass das immer noch verpönt ist, das müsst ihr euch mal überlegen, wie kontrovers das ist. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Gaming mittlerweile schon längst in der Gesellschaft angekommen ist. Sieht man ja an den Zahlen, ne? Sozusagen. Da ist sie wieder, wirklich, die These.
Ja, von 81 Millionen, ja, wir sind angekommen, ja. Also, naja, du musst ja alle zusammenrechnen, dann sind das ja doch durchaus hier. Wie viel Millionen? 9, 20, 28, 35. 35, okay. Ja, über den Daumen, so ja, ganz schnell ja, über den Daumen. Daumen, ja. Oh, ungefähr 35. 42% steht hier auch, der Deutschen spielen regelmäßig. Ja, und ja. Dann müsst ihr euch mal überlegen, von den 42% sind, sagen wir mal, davon, wenn wir das als 100 nehmen, sind davon 50% erwachsene Menschen, die was im Kopf haben. Und dann ist das immer noch verpönt. Ja. Müsst ihr euch mal überlegen. Nee, 40%. 40. Aber halt auch genau wieder dieses, worüber wir halt auch schon jetzt mal die Brücke zu unserem ersten Gespräch schlagen. Viele, die sich halt einfach selber gar nicht so als Gamer identifizieren. Die spielen halt ja, einfach, aber die sagen halt irgendwie so, ja, mein Gott, das spiele ich halt jedes Wochenende mit meinen Kumpels FIFA oder ich spiele halt jeden Morgen an der Bushaltestelle Candy Crush. Hm. Aber die würden nie von sich sagen, dass sie ein Gamer sind, aber trotzdem sind das Leute, die auf einer regelmäßigen Basis mit sehr, sehr viel Spaß wahrscheinlich, bei FIFA wahrscheinlich ein bisschen mehr oder weniger, halt Spiele konsumieren. Ich weiß auch nicht, ob, aber das sind Videospiele. Also die haben explizit Videospiele. Also diejenigen, die, man darf auch nicht unterschätzen, die riesengroße Gruppe der Gamer, die sich natürlich auch nicht als solche sehen, die halt Schach und Skat und Doppelkopf und was nicht alles spielen. Ne? Aber die Werwolf. Die Boardgamer. Ja, genau. Obwohl es cool ist, aber die zählen sich natürlich dann, die sind auch hier nicht reingezählt. Insofern. Ja, aber zur Studie von der, also das auf den Gamescom-Zahlen beruht, das passt ja, weil genau, das wollte ich nämlich gerade auch mal sagen, das Gamescom-Feedback dieses Jahr war ja auch gerade. Besucherzahlen sind halt ungefähr 50-50 gewesen von Männlein und Weiblein. Und trotzdem hast du halt wieder dann den Bericht über den kleinen, dicken Nerdjungen. Mhm. Aber weil, im Internet. Ja, es ist ja so. Der zählt ja keine Punkte. Es ist ja so. Aber trotzdem wird von den Medien, um das mal ganz allgemein zu sagen, einfach dann lieber dieses Bild genommen, weil das ist halt eine Schublade, die kennt die deutsche Hausfrau, sage ich jetzt einfach mal. Die kann sich halt irgendwie vorstellen. Aber wenn du jetzt jemanden einfach irgendwie sagen würdest, so, du, das sind alles ganz normale Leute, irgendwie so wie du und ich, so, nee, komm, das sind halt schon diese Kellerkinder, ne? Das ist halt einfach dieses Vorurteil, dieses Schubladendenken, was einfach noch so im Kopf rum ist. Mhm. Und deswegen bedienen halt von meinem Gefühl her die Medien halt gern diese, bedienen sich halt gern dieser Metapher, halt dieser Bildsprache, dass du halt sofort einfach weißt, ach ja, die Gamer, ja, natürlich, ne? Übrigens ganz interessant, hier steht so ein Absatz drin von einer Pädagogin, die hat ihr darauf promoviert, die sagt, die Spieler, also wenn man sagt ja mal, Spieler sind dumm oder was auch immer, also die sind irgendwie, sind im Keller, ja, die kleinen Dicken im Keller, und die hat halt rausgefunden, Spieler sind Teil einer sehr aktiven und gut funktionierenden Gemeinschaft, und sie müssen teamfähig sein und blind wissen, wie ihre Mitspieler reagieren. Das sind Fähigkeiten, die Normalos nicht haben. Ja. Ja, das lernst du nämlich beim Gaming. Ne? Also ja. Das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Ganz interessant, muss ich mir nachher mal durchlesen. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal einen Bericht dazu. Fernsehen, wissen wir ja alle, da kann ja auch wieder was dran gemacht sein, blabbidi-blub. Auf jeden Fall haben sie einen Studenten, Diplom und einen Gamer nebeneinander gesetzt und einfache logische Aufgaben lösen lassen, ne? Um zu sehen, wie die Leute das verarbeiten. Und da hat sich herausgestellt, dass auch das deine Fähigkeiten im logischen Denken, bei logischen Aufgaben etc. pp., dass das Hirn viel trainierter ist als sage ich mal bei den anderen, wie der Garak sagte, normallos dann funktioniert. Wobei das für mich auch wieder als Mensch logisch ist, weil wir ja jeden Tag unsere Birne anstrengen. Also wenn du jetzt, weiß ich, sagen wir mal, nimm wir Tomb Raider einfach, weil Tomb Raider gerade aktuell war, du musst Rätsel lösen, da musst du dir dann auch drüber nachdenken. Und ich denke, dass das Potenzial gesehen wird, aber ich glaube nicht, dass wir das gesellschaftlich verpönen oder durch die Menschen das verpönen, sondern da kommt wieder das ins Spiel, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, dass die Medien da, glaube ich, ihre Finger im Spiel haben und das einfach so für den Rest, sage ich mal, der Welt, die das nicht selber betreiben, dann das irgendwie schlecht reden. Also ich bin wirklich verwundert nach diesen Statistiken, dass es doch wirklich noch so viele Leute gibt, die das, sage ich mal, negativ behaften, das Spielen selber. Also ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte bei Twitter kam mir mal so ein Bild zu, wo
es war halt so ein Comic und da hat ein Kumpel seinen Kumpel gefragt, warum er sich League of Legends anguckt. Und dann meinte er so, ja, ich finde es interessant, das ist für mich wie Sport. Und dann hat der andere gesagt, ach Quatsch, du, was erzählst du für Blödsinn? Und setzte sich dann auf die Couch und guckte dann Fußball. Ja, guckte Fußball. Ja, und also ich kann es immer noch nicht verstehen, so wirklich. Also... Ja. Das war dieser Punkt mit dem, warum hast du dann überhaupt Spaß darin, anderen Leuten beim Spielen zuzuschauen? Ja, genau. Und das ist halt, finde ich, beim Fußball ist halt einfach ein super Beispiel. Weil, hey, wenn das Spiel so toll ist, machst du halt selber. Ja. Aber es gibt halt Leute, die dann einfach lieber gern zuschauen. Wo du das gerade gesagt hast, mit dem halt auch zum Lernen und halt mit Spielen halt fitter werden, mit diesem Beispiel. Da kenne ich halt auch eins, und zwar hat das meine Oma so gemacht. Die war halt super cool drauf. Und ich meine, meine Oma ist auch der Grund, warum ich überhaupt spiele. Die hat mir das nämlich alles so mehr oder minder mit vererbt. Aber die hat sich damals hingesetzt, hat ihr Kreuzworträtselheft, was ihr immer gebracht wurde, hat sie lachend in die Ecke geworfen und hat halt ihren Gameboy und ihren Super Nintendo rausgeholt und hat halt Tetris gespielt. Und hat halt Tetris gespielt oder Quirk. Hat auch so kleine Rätselspiele, weil sie halt gesagt hat, das fordert sie viel mehr als irgendwie so ein dummes Kreuzworträtsel oder ein Sudoku oder irgendwie so ein anderes Rätselheft. Und sie hat dabei halt irgendwie sogar noch Spaß. Und da war sie aber so in ihrem Kreis, also mit den anderen alten Leuten, mit denen sie rumgegangen ist, da war sie halt die Einzige. Mhm. Aber sie war halt für mich die coolste Person der Welt, weil meine Oma hat halt Tetris gespielt, weil es ihr Spaß gemacht hat und weil sie sich dadurch geistig fit gehalten hat. Ja, das ist eine Sache, die ich ja tagtäglich erlebe, dass um mich herum alle irgendwie in meiner Altersklasse, was bist du da? Ja, also es ist tatsächlich so, viele, sag ich mal, 50 plus sind im Kopf schon tot, ja, also ich glaube, die richten sich so langsam drauf ein, dann irgendwann auch den Level abzugeben, aber ja, oder züchten Blumen, das kann man natürlich auch machen, aber es ist schon verrückt, das wird sich jetzt alles ändern, also Ich würde mich zu der Generation zählen. Also ich war früh dabei und in 20 Jahren wird jeder 60-Jährige zocken. Ja, also das ist überhaupt nicht das Ding. Weil man es dann gewohnt ist. Jetzt bin ich eher so eine Ausnahme in diesem Bereich, aber eine sichtbare Ausnahme. Es gibt schon durchaus noch mehr, aber das streamt halt nicht jeder. Weil das ist ja nochmal die verschärfte Form davon dann. Denn Streaming ist ja eigentlich was für 24-Jährige, habe ich gelernt. Warum? Quatsch. Ja, es ist so. Und das ist auch das ist ja Gaming, Streaming können wir ja in eins nehmen in der Gesellschaft. Wenn du streamst als älterer Mensch, wobei ich würde sagen, das fängt so bei 40 an, in Anführungsstrichen, da ist man ja noch nicht alt, aber doch, das ist schon ganz gut. Also ich erlebe das doch sehr, sehr häufig in den Nachfragen im Chat und das ist schon... merkbar. Also bei mir kommen schon Fragen sehr explizit nach dem Alter und wieso ich überhaupt streame und wie ich das überhaupt hinkriege. Also manche haben so ein bisschen Mitleid und andere sind irgendwie völlig fassungslos. Was geht hier jetzt ab? Also das merke ich schon. Das ist schon, das ist bei anderen Streamern überhaupt nicht der Fall. Ja, das ist, wenn du jünger bist, normal, das streamt halt einer. Ist einer von Tausenden. Ich halt nicht. Und insofern, das ist schon merkbar. Und so ist es mit Gamern in der Gesellschaft im höheren Alter. Außer, komischerweise, bei Dark... wollte ich nicht sagen. Bei World of Warcraft. Dark Age of Camelot, junge Leute. Guckt euch das mal Counter an. 1. Ja. Nee, ich wollte es ja gar nicht sagen. Bei World of Warcraft ist es eher der Fall. Da sind tatsächlich sehr viele Leute, die sich geoutet haben, so Oma und Opas, ja. Die das Spiel spielen. Ne? Also das ist aber so das erste massentaugliche Spiel gewesen, wo wirklich dann eben das auch in der, ich sag mal, bei den Omas und Opas angekommen ist. Ne? Ja, aber was willst du machen, wenn du in Rente bist? Also wenn ich in Rente bin, dann will ich nicht rumsitzen und irgendwie häkeln. Ja. Dann will ich halt nochmal New Game Plus und Witcher machen. Also mein Nachbar ist in Rente gekommen jetzt gerade, der war Berufsschullehrer und der hat sowas von gar kein Hobby, außer sein Garten. Der ist die ganze Zeit nur im Garten und mit einer kleinen Schere macht er jede kleine Ecke und so. Also echt, manchmal
bemitleide ich ihn ja, weil er hat einfach nichts vom Leben, ja. Also der hat eigentlich abgeschlossen damit. Also ich meine, Gartenarbeit ist natürlich auch ganz toll, aber man merkt ihm richtig an, dass er eigentlich auch nicht weiß, was er sonst machen soll. Aber so Gaming ist, ich habe mal mit ihm darüber geschnackt, wie ist denn das hier? Hast du nicht mal hier, dein Sohn hat auch hier eine Playstation bestimmt und so. Nee, das durfte er nicht. Also das war für ihn irgendwie komisches Zeug. Und Voodoo. Der lebt jetzt halt so vor sich hin und her. Also das könnte ich nicht. Also wenn ich nicht mehr arbeiten muss irgendwann, da freue ich mich schon drauf. Da werde ich nur noch zocken. Also das ist doch geil. Ja, aber wir sind ja jetzt auch wieder nicht anders als andere. Wir scheren ja auch die Leute über einen Kamm, weil sie das nicht machen. Ja. Also, wisst ihr, ich meine, ganz ehrlich, wenn dein Nachbar alle Preise und jeden Furz von der Rose kennt, dann hat er ja auch seinen Kopf angestrengt und das auswendig gelernt zum Beispiel. Ja, das stimmt. Aber in die Kategorie gehört er jetzt nicht. Also. Naja, das ist ja dann sein Problem. Ja. Schlag ihm das doch mal vor, vielleicht kommt das ja. Ja, habe ich ja schon. Also, ja, ich habe das schon gemacht. Ich sage, komm, lass uns mal ein bisschen zocken. Aber dieses immer älter werden finde ich cool. Ich bekam gerade heute eine Nachricht vom einem Kumpel von mir, der mir geschrieben hat. Ich glaube, er hat das getwittert, dass seine Oma und seine Opa sich heute eine PlayStation 4 gekauft haben mit dem hier Nathan Drake Uncharted Trilogie Set. Und Aiden irgendwie erstmal gefühlt 2 Stunden beim Aufsetzen der Konsole helfen musste. Wie funktioniert denn das alles? Aber die sind aber einfach auch losgegangen, haben sich das gekauft, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt halt mal was spielen. Das sieht voll cool aus, das kennen sie halt von ihrem Enkel. Der spielt da irgendwie auch immer mit. Und selbst wenn sie da jetzt irgendwie erstmal nicht klarkommen, aber die haben halt einfach Zeit und die Lust, irgendwie zu spielen. Und ich glaube, wenn mir jetzt nochmal irgendwie so ein Verwandter, ein Älterer irgendwie schreiben würde mit, Alter, ich habe mir jetzt eine Konsole gekauft oder ich habe mir jetzt einen fetten Gaming-PC gekauft. Komm, lass doch mal irgendwie hier Multiplayer machen. Und ich denke mir, du bist mein Onkel, du bist 70. Warum spielst du? Geh kegeln. du Kacknoob. Ja. Aber das finde ich doch voll cool. Da hat bestimmt YOLO gesagt. Ja. Welcher alte Mann würde denn YOLO sagen? Und eine YOLO-Kappe tragen. Also. Ich kenne da einen. Volker. Ja, in WoW, apropos, habe ich mal mit einem Priester gespielt, der war auch im wahren Leben ein Priester. Echt? Ja. Ja, also WoW bringt wirklich alle Gesellschaftsschichten. Nice. Ja, ist so. Ja. Aber das ist doch auch das Coole an der ganzen Sache, oder? Also, dass du wirklich Hinz und Kunst kennenlernen kannst, ja? Du packst dich abends ins Teamspeak und dann kannst du da Dr. Michael Bay haben. Und der kommt einfach mit Wurst. Teppich GDI rein und dann kennst du ihn nicht und er schnackt dir einen vor und das ist halt so, das ist halt das Coole. Ich meine, wenn ich überlege, wie viele Leute ich schon kennengelernt habe, euch drei zum Beispiel oder andere Leute, die ich mal gesprochen habe, wo ich gesagt habe, what, was macht ihr richtig cool? Was ist das denn? Erzähl mir mal einen Schlag aus dem Leben so. Also, es ist unfassbar gut. Und worauf ich nochmal zurück wollte mit der Gaming-Industrie, dass wir uns immer weiter entwickeln und also von der Technologie immer besser werden. Also, Tomb Raider auf der Xbox war, oh Mann. Also, da ist schon der... Ich bin noch dabei, nicht spoilern. Nein, aber da tropft der Zahn, wie gut das aussieht. Also, kein Wunder, warum wir alle dick werden oder warum ich dick bin, ja? Ich meine, du rennst da durch die Berge und das fühlt sich an wie real. Nur, dass es nicht in Ego-Perspektive ging, weil man immer auf den Hintern gucken musste. Wahnsinn. Also die Entwicklung... Ich würde es echt verstehen, wenn irgendwann niemand mehr ins Kino geht, weil er die Sachen einfach spielen will. Ja? Habt ihr die Explosion bei Just Cause 3 gesehen? Ja. Oh, da explodieren sogar die Explosionen in dem Spiel. Das ist so wunderschön. Ich freue mich so sehr drauf. Yo, Dog, I heard you like explosions. Es ist echt verrückt, wie sich das entwickelt, oder? Also, gerade was so die Grafik angeht, wie groß die Spiele werden. Also, ich verstehe echt nicht die Leute, die heutzutage sagen, wow, die Spiele sind scheiße. Davon gibt es ja sau viele. Ja. Also, richtig viele Leute, wo nur Kacke geschmissen wird auf die Spiele und dann setzt du dich davor. Wow. Ja, aber das habe ich auch schon damals bei der 360 gedacht. Da dachte ich mir halt auch schon, als da irgendwie die ersten Spiele rauskommen mit, Alter, sieht das mittlerweile geil aus. Oder auch bei der PlayStation von mir aus, was ja jetzt mittlerweile schon irgendwie ist, wie krass realistisch das irgendwie alles ausschaut, das ist ja ein wahnsinns gewordener Traum. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal das neue Need for Speed gesehen hat, aber uiuiuiui, wenn es doch in meiner Stadt immer nur regnen würde und dunkel und Neonfarben, schön. Ja, du,
Aber trotz, na gut, ja, aber die Zwischen-Cutscenes ist dir klar, dass deine Kamera ist übrigens abstürzt. Ja. Herr Juhl hat einen Screenshot gemacht, ich glaube, das. Jetzt reden wir gerade über geile Grafik, da stürzt deine Grafik ab. Bei mir läuft es noch. Soll ich mal neu starten oder ist Ja. denn alles kaputt? Wäre schön, Du nee. bewegst dich nicht mehr bei uns. Du bewegst dich nicht, Ja. du hast einen Screenshot hochgeladen. Auch schön. Du müsstest mal das verrücken. Übrigens, Leute, wir nutzen mal kurz die Gelegenheit. Ihr dürft oder ihr könnt, wir würden uns freuen, wenn ihr Fragen über Twitter bei uns einreicht, über die wir nachher noch sprechen werden und diskutieren werden. Und dem Vierfachkreuz, Raute, Hashtag oder wie auch immer ihr das Ding nennen wollt, Gartenzaun, Plankenschnack. Haut rein, Leute, da sind noch nicht viele drinne. Und ihr wollt ja auch mal ein bisschen was von uns wissen, quasi von dieser Runde. Also nutzt die Chance. Du bist wieder dran, Tim. Wir sehen dich übrigens. Geile Ja. Grafik. Aber die Okay. Zwischensequenzen ist dir schon klar, dass die real aufgenommen wurden, ja? Bei Need Ja, for Speed. ich Okay, meine gut. schon die Spielgrafik. Ich wollte nur fragen, nicht, dass du jetzt, oh, die Zwischensequenzen, die sahen aus wie real. Ja, das ist schon schwieriger zu unterscheiden manchmal. Ja, doch. Man Was bei sieht's immer. Blizzard? Man sieht es schon oft, aber bei Until Dawn zum Beispiel sah es auch schon sehr, sehr echt aus. Ich muss sagen, was mich verwundert, oder was heißt verwundert, aber beeindruckt hat, ist die Grafik von Battlefront. Die sieht echt, also muss ich sagen, die sieht echt richtig gut aus. Ich meine, das Spiel weiß ich nicht, werde ich nie spielen, halte ich auch nichts von dem ganzen Spiel, aber die Grafik, die haben irgendwie so eine neue Technik irgendwie verwendet, die noch nicht so viele Videospiele verwendet haben. Die sieht schon echt wahnsinnig gut aus. Das sieht schon echt wie echt aus, oder? Aber wo kommen wir mal, spinnen wir mal in die Zukunft? Wo kommen Ja. wir denn hin, wenn es immer echter wird? Also, Ach, cool. es kann ja nicht irgendwann echter aussehen als echt. Ja, doch. Doch. Was? So richtig echt wird es nie aussehen, glaube ich. Doch, das glaube ich. Doch, das glaube ich auch. Ich hoffe das auch, gerade in meinem Simulationsbereich, ne? Also es sieht ja schon mittlerweile jetzt so echt aus. Wenn du da mit dem Flugzeug auf diesem Airport landest, dann ist das nahezu wie echt. Und es fehlt noch ein bisschen, aber mittlerweile sind die Rechner schnell genug, die Grafikkarten schnell genug. Ist schon irre. Also gerade Simulationen leben ja davon, dass die Grafik gut ist. Und das ist gut. Ja, dann sind wir aber beim Stichpunkt Virtual Reality angekommen. Ja. Ja. Oculus. Überleitung. Da wollen wir ja hin. Oder Samsung Ja. Gear ist doch jetzt rausgekommen, ne, letzte Woche. Ja, aber wenn man sich da halt so die ersten Sachen mal irgendwie anguckt, dass ich da irgendwie vor ein paar Jahren mal die ersten Bilder von gesehen habe mit, oh mein Gott, war das schrecklich. Und wenn man das allein jetzt schon mal dieses Jahr vergleicht, was einem da irgendwie zum Beispiel auf Gamescom auf der Vive zum Beispiel gezeigt wurde. Das ist immer natürlich alles noch Spielgrafik und man erkennt das alles noch. Aber gerade Virtual Reality macht, finde ich, sehr, sehr große Schritte auf einmal. Ich finde, das geht immer so ein bisschen an einem vorbei, weil ich beschäftige mich da auch nur alle paar Monate mal irgendwie mit. Mensch, was gibt's denn da? Und ich habe auch noch nie so ein Gerät gekauft. Aber das wird irgendwie schon immer mehr. Und ich könnte mir auch total vorstellen, irgendwann hier mal in, lass es 2, 3 Jahre sein, hier mal so ein Gerät irgendwie aufzuhaben, abends beim Spielen. Es muss jetzt ja nicht dieser ganze Rollkäfig sein, wo man drin steht und auf dieser Turnmatte über diese Mit Waffe. Kugel schubbert. Hey. Aber ich habe ja auch gelernt, man darf die Füße nicht anheben, weil dann kann er die Bewegung nicht mehr tracken. Man muss dann mit so einer Gummimatte da so drüber ziehen. Aber vielleicht wird das irgendwann bestimmt mal massentauglich. Und wenn es dann halt noch immer besser wird, dass es die Grafik kriegt von so einem Battlefront, dann wird es irgendwann schon krass. Auf jeden Fall. Holodecks, sag ich da nur. Wisst Ja. ihr, was mich jetzt gerade traurig macht? Also ich meine, Garak wird mitfühlen können, aber je älter wir werden, desto schlechter haben wir ja eigenes Bild. Also wir werden ja die Grafik auch nicht mehr so gut Ja. genießen können. Also Also ich bin der Einzige hier noch ohne Brille, zum Glück. ja, du hast wahrscheinlich noch Das gute heißt, Augen. Aber ich du bin musst. altersweitsichtig. Das fängt mit 40 an, das ist so. Ja, Toll, da aber. habe ich noch 10 Jahre Grafikentwicklung vor mir. Ja. Also ich meine, ihr kennt das ja alle, wir haben uns alle irgendwann Full-HD-Fernseher gekauft. Und dann haben wir ja früher immer gesagt, ach, was ist das für ein Schrott, ja? Und jetzt sind wir schon bei 4K. So, und wenn wir uns jetzt mal Videos bei YouTube angucken, weil anderes Plattform, sage ich mal, so in dem Sinne, die ich nutze, gibt's nicht. Holy moly.
Vimeo ist auch ganz gut. Also was die Leute noch vor allen Dingen rausholen, noch mehr aus dem, was jetzt eigentlich schon da ist, sensationell. Ja, und dann ist es nicht nur irgendwie noch 4K oder was weiß ich nicht alles, sondern sind dann auch noch hier diese 360-Grad-Videos, wo du selber dich nur irgendwie so komplett so Ja. rüberswipen kannst in so einer Kugel. Und das hast du dann halt irgendwann nicht mehr mit deiner Maus, wo du es machst, sondern setzt du dich vor den PC mit deinem Google Glass, mit deiner Morpheus, mit deiner Vive, halt irgendwie was auch immer. Und dann browse ich mein Facebook und wenn eine Notification kommt, sehe ich sie nicht mehr auf dem Bildschirm, sondern boppt sie hier irgendwo auf und dann klicke ich ein Video an und dann gucke ich nicht mehr das Video, sondern stehe ich in dem Video drin. Und dann, ich glaube, das war auch, glaube ich, sogar auf Facebook neulich mal, dass diese 360-Grad-Technologie da war, von so einem startenden Militärjet. Dann hast du halt irgendwann mal so die Ego-Perspektive von diesem Piloten und dann sitzt du in diesem startenden Jet und denkst dir, wow. Ja, das ist jetzt zum Start von dieser Samsung, vom Samsung Gear, haben die ganz viele Videos bei YouTube rausgebracht, extra halt dafür, wo du das quasi darüber sehen kannst. Aber du kannst es auch ohne die Gear einfach aufmachen und dann quasi dich umsehen mit dem Handy. Du musst halt auf jeden Fall mit dem Smartphone machen, weil das hat ja ein eingebautes Gyroskop. Und dann kannst du dich halt auch umgucken, hast halt zwei Bilder, ne? Sieht halt so nicht cool aus, aber du kannst zumindest schon mal sehen, wie die Technik funktioniert. Und die ist da, die ist jetzt angekommen. Also Samsung Gear und Google, dieses Pappkarton von Google, das sind jetzt zwei Techniken, die schon draußen sind dafür. Die sind halt immer noch für Smartphones, gedacht. Aber wir sind da. Die Entwicklung ist echt verdammt verrückt. Also unfassbar. Ja, Wenn und wir rasend schnell. rasend schnell, richtig, also wenn wir jetzt mal über die letzten 2, 3 Jahre nachdenken, also pst, zack, peng, es wird immer verrückter und immer teurer. Also ich meine, gut, die Preise haben ganz schön angezogen, aber es ist halt auch immer Luxus, ne? Muss Ja, man da ja auch kam immer gerade sehen. bei Twitter noch das Beispiel raus von dieser Unreal 4 Demo in diesem Pariser Apartment. Das war halt auch dann schon so irgendwann der Punkt. War das das Ja. mit dem Schlafzimmer, mit den verschiedenen Mhm. Ja, Bodenbelägen und ja. so? Okay. Das sah verdammt real aus. Also, holy guacamole. Und irgendwann läufst du da halt mal durch mit deiner Brille. Ja. Also, ich muss sagen, was mir auch aufgefallen ist, ist 3D-Kino, ne, und 3D-Filme und so. Da war ja der Effekt irgendwie schwach. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn man irgendwie so ins Kino geht und so einen 3D-Film guckt, zu Hause ist es noch ein bisschen besser. Ich habe hier auch so einen 3D-Fernseher mir irgendwann zugelegt und habe dann Filme halt darüber geguckt, halt mit diesen Shutterbrillen. Da ist der Effekt noch besser, aber das verfliegt irgendwie. So nach drei Filmen, vier Filmen ist das irgendwie wieder langweilig geworden und dann macht es auch keinen Spaß. Meine Brillen verstauben mittlerweile auch wieder. Aber ich muss sagen, das Gaming. 3D Gaming. Ich habe damals Dark Souls in 3D gespielt. Der Effekt, der ist einfach unfassbar gut. Und ich habe noch nie eine Oculus aufgehabt. Und das soll noch wesentlich besser sein als der Effekt. Also das heißt, ich weiß gar nicht, was mich da erwartet, ehrlich gesagt. Wenn das tatsächlich noch besser ist. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mal, wer einen 3D-Fernseher hat, sich mal eine Demo-Version von diesem 3D-Plugin zu holen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich kann es später nochmal nachgucken, bei Twitter verlinken. Kostet, glaube ich, 50 € oder so eine Lizenz. Und die macht aus jedem Spiel ein 3D-Spiel, wenn man einen 3D-fähigen Fernseher hat. Und ganz im Ernst, Batman und Dark Souls habe ich mir angeguckt. Das sieht unfassbar gut aus. Noch ein ganz anderes Level von Immersion, tatsächlich. Was bedeutet eigentlich diese fortschreitende Entwicklung für uns als Gamer? Denkt ihr, dass wir irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus gehen und über irgendwelche gewissen Medien einfach unser Leben in diesen Dingern leben? Ich meine, wir haben es in vielen Filmen schon mal gesehen, also habt ihr da so ein bisschen die Befürchtung, dass dieser immense Fortschritt uns irgendwann zurück in die Steinzeit bringt, weil wir nur noch in unserer Batcave sitzen und mit Fledermäusen reden und sonst nur Virtual Reality? Ich glaube, das ist nichts, was ich, glaube ich, noch in meinem Leben miterleben werde. Ich glaube, das kann durchaus was sein, was vielleicht mal irgendwie in 100 Jahren stattfinden wird. Aber ich glaube, dass ich immer noch lieber hier zwei U-Bahn-Stationen fahre und in den echten Zoo gehe und mich dort mit irgendwie Freunden treffe und irgendwie Giraffen angucke, als dass ich das irgendwie virtuell mache. Und ich glaube auch immer noch, dass der Kontakt, also der echte Kontakt zu anderen Menschen,
immer noch das sein wird, was dich quasi wieder aus deiner Internet-Bubble oder wo du gerade drin steckst, irgendwie rausbringst. Weil so toll irgendwie der Party-Teamspeak beim Chatten ist, beim Spielen ist, oder irgendwelche Audio- oder Videotouren durch irgendwelche Museen oder irgendwie sonst was. Wenn ich Freunde treffen will oder wenn ich Familie treffen will, da muss ich ja raus. So, und da kann mir, glaube ich, kein Skype oder irgendwas jemals irgendwie geben, was es ersetzen kann. Ich denke auch nicht. Also jedenfalls nicht in der nächsten Zeit, dass das komplett ersetzt wird. Darum gibt es ja auch das Bay Pirates Community Treffen, ne? Wenn man sich eben mal sehen will. Ja? Und fiel mir gerade so ein. Das sind ja auch so Sachen, ich meine, wir hören uns quasi täglich im Teamspeak, aber trotzdem gibt es anscheinend ja ein Bedürfnis, ein Community-Treffen zu machen, um sich mal selber zu sehen. Und das hat schon seinen Grund, weil das doch anders ist, ja. Und irgendwie auch netter, ja. Also mal eine Wurst auf den Grill legen und insofern, um mit Leuten einfach mal so zu reden am Lagerfeuer oder wie auch immer. Und das ist schon eine andere Geschichte. Und was die Familie angeht, da bin ich jetzt in der Lage, dass ich nicht so viel davon habe. Das heißt, das zerstört mich jetzt nicht so. Aber grundsätzlich, so mal mit Freunden irgendwo ein Bier trinken gehen oder so, das ist eben anders. Ich glaube also nicht, es wird immer die Einzelfälle geben, ja, die nur im Keller sitzen. Die gibt es heute, die gab es vor 20 Jahren, die gab es auch vor 50 Jahren, als es keine Computer gab im Haushalt. Die hatten dann eben andere Dinge zu Hause eben und sind auch nicht rausgegangen. Die wird es, glaube ich, immer geben. Aber Computer sind nicht daran schuld, dass die Leute nicht rausgehen. Das ist, glaube ich, nicht. Ja, das hat man auch damals gesagt, als die ersten Fernseher rauskamen. Genau. Ja. Oder als die ersten Bücher auf den Markt kamen. Ja. Ja. Die ersten Bücher auf den Markt kamen, ja. Also, damals. Damals. Als die Meiersche und Bücher Krüger noch leer standen und dann die ersten Bücher da angekarrt wurden mit LKWs. Das waren noch Zeiten. Bücher, was war das gleich noch? Es ist wirklich verrückt, Leute. Es ist verrückt, diese Entwicklung. Und es ist erschreckend, aber auch schön anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf irgendeine Art und Weise habe ich so ein bisschen mein Bedenken, mein Respekt, dass wir vielleicht doch Spiel und Realität nicht ganz so arg vermischen. Aber ich glaube, der Zug ist schon längst abgefahren. Ja, also mich fasziniert die Geschwindigkeit. Ja? Also wirklich die Geschwindigkeit. Ich bin aufgewachsen, das in Schwarz-Weiß, so sage ich das meistens. Ja, also ich bin wirklich aufgewachsen zu einer Zeit, wo es Schwarz-Weiß-Fernsehen gab nur. Ja, es gab zwar, glaube ich, schon Farbfernsehen so ein bisschen, aber das hatte ja keiner. Also das war einfach, deswegen sage ich immer, ich bin in Schwarz-Weiß aufgewachsen. Der Krieg war gerade 15 Jahre her. Ja, und das ist ja nicht viel, ja. Vor 15 Jahren war 2000, ja. Das ist doch nichts, ja. Das heißt, da wurde noch richtig gebaut, gemacht, getan, Wirtschaftswunder, tralala. Eine völlig andere Erde als heute. Und das ist ja noch gar nicht lange her. Ich lebe ja noch, ja. Also, das ist ja noch nicht ewig her, ja. Und wenn man das mal überlegt, dieser Affenzahn, ja, die Kids, die in den letzten 20 Jahren geboren sind, kennen die Welt nicht ohne Handys, ja, es ist doch abstrus, ja, ist irre, diese Geschwindigkeit. Und das wird so nicht bleiben, definitiv nicht. Also das wird so nicht bleiben, weil sie vorher kaputt geht wahrscheinlich, weil wir sie kaputt machen. Aber es wird sich abbremsen, mit Sicherheit. Aber dieses Jahrhundert, wenn man mal so die letzten 100 Jahre nimmt, das kann man gar nicht fassen, wenn man sich einfach mal die 900 Jahre davor anguckt. Ja? Da ist ja nichts passiert. Ja, was haben die denn gemacht? Langweilig. Hey, cool, ja. Sie haben den Buchdruck automatisiert. Yes! Ja. Also es hat doch nichts. Ja? Da kann man fast 2000 Jahre zurückgehen. Es ist jetzt übertreibst du auch mal ein bisschen. Ja, gut, aber 1000. Ja? Also da ist doch nichts passiert im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 100 Jahren hier erlebt haben. Oder in den letzten 50 Jahren. Wollte ich gerade sagen, die letzten 50 Jahre. Ja, ja. Genau. Ja. Und das ist doch Wahnsinn. Ich glaube auch nicht, dass das in dieser Geschwindigkeit weitergehen kann. Nee. Aber wer weiß, ja, wer weiß. Das ist eben, vor 60 Jahren hätte kein Mensch geglaubt, dass wir da sind, wo wir heute sind, ja. Ja, also das ist schon irre. Aber die Frage ist, wo würde das denn hingehen? Also fliegende Autos,
Hoverboards. Ja. Zeitreisen. Singularität nennt man das. Teleportieren. Wenn sich die Entwicklung irgendwann so schnell quasi verdoppelt, dass wir quasi, naja, dass sie sich, keine Ahnung, in einem schwarzen Loch aufbuht, so mehr oder weniger. Na, jetzt kommen die Theorien also, wieder. In dem Moment, wo wir quasi unser Bewusstsein in eine Maschine verpflanzen, da haben viele Science-Fiction-Autoren schon drüber geschrieben. Okay. Kann auch von Isaac Asimov kann ich da eine Kurzgeschichte empfehlen, die sich quasi damit beschäftigt. The Last Question heißt die. Der hat einfach zu viel Zeit. Interessant. Also da geht es genau darum, wo gehen wir in der Zukunft quasi hin? Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es sich in dieser Geschwindigkeit weiter bewegt, aber da kann man sich auch irren. Das, vor 60 Jahren hat ja wie gesagt auch keiner gesagt, dass da, wo wir, ne? Nie. Ja. Und ich weiß noch, dass vor 60 Jahren, wenn ihr mal, ich finde das ganz interessant, bei YouTube gibt es, wie heißen die noch, AP, ne? Associated Press, glaube ich, diese Presseagentur. Die hat zwei YouTube-Channels, einen aktuellen und dann haben sie einen, wo sie alles veröffentlichen, was sie in ihrem Archiv haben. Umsonst, einfach, kannst du bei YouTube gucken. Jeden Tag hauen die da irgendwas rein. Und da gibt es dann so Fernsehsendungen aus den 40ern oder 50ern, 50er muss das gewesen sein, oder Kino 40er, wo die eine panische Angst vor dem Mann im Mond hatten. Ja, also wo tatsächlich faktisch die Menschen glaubten, da ist irgendwas Böses auf dem Mond. Ja, und bis jetzt ist ja noch keiner oben gewesen, ne? Glaube ich. Jedenfalls das hat sich so schnell geändert. Das ist erst 50 Jahre her. Ja, da haben die geglaubt, da ist der Klappautermann auf dem Mond. Und heute wissen wir, dass auch auf dem Mars keiner ist. Also und wahrscheinlich in unserem Sonnensystem keiner ist. Also in unserer Galaxie hier keiner ist. Also ist schon irre. Also wenn man das mal alles so zusammenpackt, dann ist das schon faszinierend. Irre Zeit. Ja, ohne Internet. Das ist immer so, das ist das, was du sagst mit Schwarz-Weiß. Das ist so, ja. Wenn ich daran zurückdenke. Ja, Schwarz-Weiß war zu meiner Zeit natürlich auch die Fotos, ne? Also deswegen Schwarz-Weiß. Also alles ja Schwarz-Weiß. Auch. Ja, ja, ja. Ja. Hast du schwarze Haare gehabt, Garak? Ja, hatte ich. Siehst du, du warst auch Schwarz-Weiß. Ja. Furchtbar. Ich hatte eine Lederhose an in der Schule, ich weiß das noch. Ganz schrecklich war das. Hab ich ein Schwarz-Weiß-Bild von. Dieses ohne Internet, das ist ganz witzig, weil ist bei euch schon mal das Internet ausgefallen und dann habt ihr euch gedacht, na, was mache ich jetzt? Machen wir erstmal einen Browser an und guck, was es im Internet gibt. Ja, das ist neulich. Man kann überhaupt nicht mehr ohne Internet. Ja, ja. Neulich sogar bei mir mitten im Stream passiert. Da waren irgendwie für, ich glaube, 30, 40 Stunden war mein Internet hier irgendwie zu Hause einfach weg. Und ich saß hier und dachte mir, was zur Hölle mache ich jetzt? Ja. Bist du nicht so eine Leseratte? Ja, ein bisschen. Aber ich habe dann Fernsehen geguckt, dachte mir, oh mein Gott, Fernsehen. Und dann war aber zum Glück relativ schnell so, Witcher 3 kann man offline spielen. So, und dann ging die Zeit auch schnell vorbei. Aber es war halt genauso dieses, Mist, mein Internet ist kaputt. Erstmal googeln, warum mein Internet kaputt ist. Ja. Was ist denn mit euch? Also ich habe zwei Internetzugänge deswegen. Also der feine Herr, der spielt auch noch Dark Age of Cameron. Ja. Da brauchst du auch noch zwei Internetzugänge. Ja, wollte ich gerade sagen, da brauchst du noch zwei Zugänge. Aber das, ja gut, mein Telefon geht ja ohne Internetzugang nicht mehr. Das ist ja das Nächste, was dann nicht mehr geht heutzutage. Das wird ja in ganz Deutschland bald der Fall sein. Die Telekom schaltet jetzt nach und nach das ISDN-Netz ab. 2017 ist dann komplett vorbei. Da ist dann mit Internetzugang eben auch Telefon tot. Ne? Und es geht alles in diese Richtung und du bist ja davon abhängig quasi. Ne? Also denkt man zumindest kurzzeitig. Also es geht ja auch ohne, aber man muss wirklich ernsthaft überlegen, ja, was ja nu? Ja, also man ist ja völlig hilflos auch. Wie kein Internet. Ja? Und dabei gibt es das Internet erst seit, gut, es gibt es schon länger, aber ich sag mal so in Deutschland 20 Jahre, würde ich sagen. Die Kanzlerin hat das letztes Jahr entdeckt, aber wir waren da ja etwas schneller. Und faktisch gibt es das schon viel länger. Ich habe es schon 10 Jahre vorher benutzt. Da hieß es halt nicht Internet, aber ja. Lasst uns doch mal, und zwar Zwogi hat nämlich eine schöne Frage
bei Twitter gestellt, womit ich das Ganze auch zum Ende bringen würde, denn ich glaube, wir bewegen uns schon in Träumen und Zukunft. Und zwar hat Spooky gefragt, wie hat euch das Gaming verändert, so von früher bis jetzt? Das finde ich eine sehr schöne Frage zum Ende, um das abzurunden, das Thema. Ich würde gerne, wer ist denn hier? Slabby. Nee, der Jüngste ist Herr Juhl, richtig? Tim. 26. 26, ja, du bist der Jüngste. Du hörst noch, bist noch Quark im Schaufenster. Mit Abstand. Mit noch drei ganz Wochen. Großen Abstand. Abstand. Wie hat dich das Gaming verändert, also von früher bis heute? Ich glaube schon, dass Gaming mit dazu beigetragen hat, dass ich sozialer geworden bin, dass ich selbstbewusster geworden bin und auch, dass ich gelernt habe, in gewissen Bereichen mehr Verantwortung zu übernehmen. Und einfach, weil man auf einmal so viel irgendwie mit Menschen zu tun hat. Und ich rede jetzt natürlich von Gaming, wo ich nicht nur Singleplayer-Spiele spiele und nichts anderes mache. Also ich rede jetzt halt gerade mal von Online-Spielen. Da hat es mir einfach, finde ich, bei meiner persönlichen Entwicklung sehr, sehr weitergeholfen. Weil damals war es halt einfach so dieses, und ich spiele auch, glaube ich, erst wirklich viel mehr, seitdem ich auch aus der Schule raus bin. Seitdem ich irgendwie im Berufsleben bin, weil diese soziale Komponente, die hatte ich halt irgendwie in der Schule. Da habe ich den ganzen Tag mit ein paar hundert Leuten irgendwie abgehangen, in irgendwie 5 verschiedenen Kursen. Und da brauchte ich dann abends nicht noch irgendwie jemanden irgendwie zum Schnacken. Und jetzt denke ich mir manchmal schon so, ja, ich habe bis halt schon noch irgendwie Lust, mit so ein paar Freunden zu reden. Und bevor man halt irgendwie nur skypt und nur miteinander redet, trifft man sich halt im Teamspeak und spielt halt irgendwie nochmal was miteinander. Und also von den Offline-Spielen her gesehen, ich glaube schon, dass Spiele mich teilweise vielleicht ein bisschen schlauer gemacht haben. Also, dass ich halt vielleicht gelernt habe, gewisse Muster oder Logiken vielleicht einfach leichter zu verstehen. Also, dass ich komplexe Systeme, sei es jetzt irgendwie, wenn ich einen neuen Job anfange und ich lerne irgendwie neues CMS oder irgendwie neues Kassensystem, dass ich das vielleicht irgendwie einfacher lerne, weil ich gewohnt bin, jeden Monat oder alle 2 Monate ein neues Rollenspiel anzufangen, wo das System und das Aufleveln vielleicht irgendwie auch ganz anders ist. Wo man also dieses schnell in neue Situationen reinfinden und versuchen, irgendwie damit klarzukommen. Weil das ist ja eigentlich das, was Spiele ja auch machen. Gerade wenn du Tomb Raider vorhin als Beispiel gebracht hast, du rennst da lang, sammelst noch irgendwo liebevoll deine Münzen ein und auf einmal stürzt um dich herum alles ein und brennt. Da musst du ja auch innerhalb von Sekundenbruchteilen musst du dann ja auch reagieren und dein Reaktionsvermögen steigert sich auch dadurch. Slabby, willst du oder? Ich schließe mich da dem Tim ganz an. Also bei mir ist das im Prinzip genau. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, wie es mich entwickelt hat, weil es quasi mit zu meiner Grundentwicklung dazugehört hat. Ich habe mit 5 Jahren angefangen damit. Und seitdem nicht mehr aufgehört. Also ich kann gar nicht sagen, wie es gelaufen wäre, weil kann ich jetzt sagen, wie es von 1 bis 5 gelaufen ist? Das bringt ja auch nichts. Ne? Also, vor allen Dingen, so viel Erinnerung hast du ja eh nicht mehr daran. Ja, eben. Da habe ich noch Polnisch gesprochen und nicht Deutsch. Das gehört halt bei mir dazu. Aber das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, den der Tim anspricht, weil es einfach dadurch, dass ich halt schon so früh damit in Kontakt gekommen bin und dass ich quasi meinen Kopf immer und immer wieder drum gedreht hat, habe ich schon von ganz früh angefangen, mich mit so Sachen wie halt einem PC, als ich meinen ersten Computer bekommen habe, mit Computern zu beschäftigen. Selbst wenn ich es nicht gespielt habe, weil mir die ganzen Spiele, die ich da drauf hatte, langweilig geworden sind, dann habe ich halt mit MS-DOS rumgespielt oder mit Windows 95 oder Norton Commander oder solchen Geschichten. Das habe ich dann quasi als 9-Jähriger als Spielzeug genutzt und habe dadurch einfach gelernt, heute mich in Windows zum Beispiel komplett perfekt auszukennen. Ne? Wenn ich ein Problem habe mit dem Rechner, dann gucke ich eben schnell und habe das direkt gelöst. Während andere Leute, die es halt nicht gemacht haben, da überhaupt gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und da hat es mich auf jeden Fall beeinflusst. Und das kommt halt tatsächlich durchs Gaming. Und sonst, also ich habe in WoW mehr Freunde wahrscheinlich gesammelt, als ich es in der Zeit ohne WoW gemacht hätte. Von daher, es hat mich auf jeden Fall auch sozialer gemacht, ja. Absolut. Möchtest du, Garak, oder soll ich vor? Ich wollte jetzt nicht, dass du verstehst wegen deinem Alter nichts und der Älteste wieder am Ende. Ja, ich mach mal, ja. Also ich kann das nicht beurteilen, ne? Also mein Leben steht ja eigentlich
aus Gaming, also so die letzten 30 Jahre zumindest, ne? Also 30, 35. Also ich glaube, ich habe die ersten Computer, ach ne, schon 37, 38 Jahre. Das heißt, ich game schon länger, als ihr alle einzeln lebt. Ja? Insofern weiß ich nicht mehr genau, wie, ob mich das überhaupt beeinflusst hat oder nicht, das, weil ich kenne die Zeit nicht ohne. Also das, was davor war, da war ich 18, du warst ja nicht, 17, 18 mein erster Computer. Relativ spät, aber für die Zeit natürlich sau früh. Ja, also verändert. Also ich würde sagen, es hat mich insofern verändert in den ersten 10 Jahren. Das hat meine Umwelt wahrgenommen, weil ich dann nicht mehr stattgefunden habe. Also ich habe dann, weil davor war das Leben ohne Computer halt, du warst draußen, du warst mit Freunden unterwegs, du hast soziale Kontakte noch und nöcher, das war halt völlig anders. Es gab ja auch keine Handys, das heißt, es gab noch diese gelben kleinen Kästen, wo man ein Telefon drin hatte, an jeder Straßenecke nahezu. Also man musste nicht weit laufen bis zur nächsten Telefonzelle, die waren immer ein paar hundert Meter auseinander bloß. Und dieses ganze Drumherum fiel natürlich dann weg, und dadurch, dass wir spielen in den 80ern, war schon sehr exzessiv. Also vor allen Dingen so die ersten Jahre, da war ich dann quasi in meiner alten Community nicht mehr vorhanden draußen. Also das war dann, da war ich dann das Killerkind. War zwar unterm Dach, aber da kamen neue Studieren dazu. Dann war ich sowieso in einer anderen Stadt. Da kannte ich eh keinen. Und da hast du dann natürlich sowieso nur gezockt. Und musste mein Studium selbst finanzieren. Das heißt, ich bin dann los und habe dann Nachtschicht gemacht, dann studiert, danach gezockt, dann irgendwann zwischendrin gepennt, meistens zu wenig, und dann wieder Nachtschicht und dann wieder studieren und dann wieder zocken, und das ging so Jahre. Also war schon eine krasse Zeit. Danach hat es aber sich normalisiert, und meine Oma damals in den 80ern hat mir immer gesagt, pass bloß auf, dass du nicht auf die schiefe Bahn kommst mit diesem Computerkram. Und das war ganz lustig. Und aber später, wie gesagt, nein. Also ich kann es nicht richtig beurteilen. Ich weiß nur, dass die ersten 10 Jahre für mein Umfeld sichtbar waren, später aber nicht mehr, weil sie dann alle gezockt haben. Also bei mir ist das, keine Ahnung, ich habe vorher nie gespielt, mein halbes Leben. Ich war noch draußen, ich habe noch Virtual Reality Bäume angeleckt, Tanzapfen gegessen, mal probiert, Frohlich genascht habe ich auch. Ich war so ein wilder Typ. Kennt ihr das noch von euch früher? War ihr auch so eine Wilden? Ja klar, Bäume klettern. Naja, so verrückte Sachen machen und so. Oder ja, wir sind immer zum Deich, und hinterm Deich war so Schilf, ja, und das haben wir immer angezündet, und das war dann... Also, und dann haben wir gewartet, dass die Sirenen gingen von der Feuerwehr. Und dann konnten wir hin, weil wir waren nämlich alle in der Jugendfeuerwehr. Und dann hatten wir wieder was zu tun. Das war voll lustig. Ist ja verjährt, darf ich ja erzählen. Wir haben hinten Gummireifen angezündet und ganze alles, was wir gefunden haben, zack an. Und dann haben wir uns gefreut, dass es riecht. Und da hatten wir dann eine riesen Feuerstelle. Und bei uns damals konnte man auch noch so in den Neubaublöcken durch alle Keller durchlaufen, zwischen den Rohren. Da war ich noch dünn genug, da habe ich da noch durchgepasst. Heute würde ich wahrscheinlich stecken bleiben, aber das war cool. Dann sind wir durch die ganzen Häuserblöcke durchgelaufen und sind bei einem einfach rausgegangen dann. Das war noch, vor allen Dingen war es auch immer schön warm im Winter, weil waren ja die Heizungsrohre. Dieses Jahr ist mir übrigens was passiert, das hat mich wirklich an die Zeit zurückgeerinnert. Ich habe mir ein paar Äpfel beim Nachbarn geklaut, das haben wir früher nämlich auch gemacht. Oh, sehr gut. Was hat er gemacht? So konnte über den Zaun gesprungen? Nee, das war kaputt irgendwie. Da konnte man so durchlaufen, sonst hätte ich das nicht geschafft. Also bei mir ging das echt recht spät los, so mit 17, 18 würde ich sagen. Und ich bin auch verschwunden irgendwann. War nicht mehr so viel draußen und hatte dann meine wilde Zeit in den Mid-20s, da war ich dann gar nicht mehr am PC, also wirklich sehr wenig. Und Zocken hat aus mir einen besseren Menschen gemacht. Also ich war damals immer sehr salty, also mehr so ein böser Mensch irgendwie.
Und das Spielen hat mir dann doch irgendwann irgendwas gegeben. Wobei jetzt gibt es mir sogar noch viel mehr als früher. Wenn ich jetzt an die ganzen Erfahrungen denke mit den Spielen, die man spielen kann und was sie, ja, sage ich mal, wie man sie genießen kann und so. Also für mich, also ich wurde sensibilisiert dadurch, würde ich jetzt mal sagen, um nicht gesellschaftstauglicher zu sein, sondern einfach um gewisse Sachen besser zu verstehen. Und logisches Denken ist auch ganz groß. Also manchmal, also wenn man jetzt mal das Stream nebenbei wegnimmt und wo man permanent eigentlich zwei Sachen parallel macht mit Chat lesen und spielen, separat, nee, zugleich, nicht separat, dann funktioniert das schon ganz gut. Also ich merke das auch noch nicht, jetzt seitdem ich mich nicht mehr bilde, sage ich mal, ja, Studium ist ja vorbei, dass mir das, dass man irgendwann stumpf wird. Manchmal merkt man ja, dass man stumpf wird. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man dann nicht mehr so ganz auf Zack ist und dann so 9 mal 9 ergibt dann doch auf einmal 49 und nicht 81 zum Beispiel und solche Chosen, ja. Man ist noch fit und das ist für mich heute immer noch so. Also ich habe damals angefangen, war motorisch nicht der Beste. Ich bin heute auch nicht motorisch der Beste. Ich bin der bestmotorischste Stuntman, das kann ich schon mal sagen. Ich mache den größten Blödsinn. Aber es ist halt immer noch so, die Fingermotorik und das mit dem Kopf und so, das funktioniert halt immer besser. Und das für mich selber finde ich ganz cool. Ich meine, der einzige Nachteil ist, dass alles, was nicht Hände und so ist, einfach irgendwie ein bisschen darunter leiden. Also ich bin zum Beispiel auch durch Zocken dicker geworden. Also ich habe am Anfang zugenommen. Hab dann in meiner wilden Phase 60 Kilo abgenommen und bin jetzt wieder schwerer geworden. Also Zocken hat einen negativen Einfluss auf mein Gewicht. Das kann ich selber schon mal sagen. Und es ist positiv für meine Bartlänge, weil ich schaffe es mich zu rasieren. Das hat aber auch der Standard-Bürojob, wo du von 9 to 5 sitzt. Der macht dich auch dick. Ja. Ja. Oder wenn du aufhörst zu rauchen. Also es gibt viele, viele Dinge. Es ist nicht nur das Zocken. Ja, aber bei mir ist es ja nur alles auf einmal. Bei mir Ja. ist es ja nur der Job, Freizeit und mein. Ja, das stimmt. Ja. Aber muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein besserer Mensch geworden, glaube ich zumindest. Was viele Leute gar nicht wissen, weil ich es nicht sage, wie es früher war. Obwohl man das vielleicht mal sollte. Wollen wir weiter in die Twitter-Fragen reinspringen oder möchte noch jemand was dazu sagen von euch dreien? Für euch Leute, ihr könnt noch bei Twitter unter Vierfachkreuz, Raute Hashtag oder wie auch immer ihr das Ding nennen wollt, Plankenschnack. Also wenn ihr das einfach in euren Tweet reinschreibt, könnt ihr dort Fragen an uns stellen, die wir jetzt quasi beantworten werden. Ich habe hier sogar eine ganz kurze gleich am Anfang. Und zwar hat jemand gefragt, kurze oder lange Socken und was für Wecker benutzt ihr? Was? Kurze oder lange Socken Ach so. und was für Wecker benutzt ihr? Ich weiß nicht, warum das interessant ist, aber bei dem Wecker kann ich mir das schon vorstellen, weil viele haben ja Probleme aufzustehen. Je nach Jahreszeit, auf die Sockenfrage, je kälter, desto länger eigentlich. Und Wecker wurde irgendwann während der Schulzeit, ich meine, das war damals noch dieser klassische Wecker, weißt du, wo man so drauf gebockt hat auf die Snooze-Taste, wurde halt irgendwann vom Handy ersetzt. Ja, kann ich quasi beisteuern. Socken genauso, kurz im Sommer, lang im Winter, außer ich mache Sport, dann kurz immer. Und sonst Wecker. Das ist ganz witzig, ich habe so ein Festnetztelefon, da habe ich irgendwann vor 10 Jahren mal ganz laut Aufwachen reingeschrien. Und wenn ich wirklich, wirklich aufstehen muss, dann lege ich den irgendwo hin. An einem random Platz, wo ich aufstehen muss, und um den auszumachen. Und wenn der angeht, dann bin ich so wach. Da kannst du gar nicht für, also. Aber sonst auch Handy. Das liegt immer neben mir, da stelle ich mir gleich drei, immer im Abstand von 5 Minuten, und dann mache ich mal Snooze. Und das klingelt dann wahrscheinlich noch eine Stunde danach, aber ja. Habt ihr so Handy. Probleme mit dem Aufstehen? Ja. Nö. Ich habe Probleme mit dem Schlafen, also habe ich auch Probleme mit dem Aufstehen. Ja gut, dann geh doch einfach nicht schlafen, hast das Problem gelöst. Mache ich momentan, ja. Sieht man vielleicht. Nein, du bist bildschön, Slabby, wie immer. Wie immer. Ja, du siehst fast aus wie, wie hieß er nochmal gleich hier? Christian Bale in seinen schlechten Tagen. Ja, ich wollte gerade sagen, vor Batman. In Als der Maschinist Maschinist, noch, ja. ja, genau. Wie ist das bei dir gegangen? Kurze Socken eigentlich immer. Auch im Winter, das stört mich nicht. Bin sowieso meistens drin, insofern ist das nicht so dramatisch, obwohl ich im Moment gerade ein paar längere anhabe. Das ist aber eher, weil die
Die waren im Angebot. Und ansonsten... Dieses Thema. Die Frage wurde gestellt. Wir müssen ordnungsgemäß auf diese Frage antworten. Und was war die andere, der andere Teil? Was war das denn noch? Das ist ja schon lang. Ja, ist auch kalt. Ja. Was war denn die andere Frage noch? Welchen Wecker du benutzt? Ach so, Handy. Also jahrzehntelang Radiowecker. Und irgendwann umgestellt auf Smartphone. Also seitdem es ein Smartphone ist. Also seit 2008. Da ist mein iPhone mein Wecker und das klappt hervorragend. Also ich trage gar keine Socken. Egal welche Jahreszeit. Und ich hasse Socken. Boah, da hätte ich solche Schweißfüße, wenn ich keine Socken tragen würde. Man nennt das frische Luft, Slabby, das Lufttrocknen. Okay. Also das ist wie, das meint ja, man mit das ist wie Fisch, wie Fisch raushängen, der schmeckt dann auch irgendwann besser. Das ist bei euch Nordlichtern so, ne? Ja. So ist das bei uns. Du musst in Dresden so ein bisschen die Nordluft ja auch irgendwie nachmachen. Du bist ein kleiner Schlingel. Wecker benutze ich auch Handy. Mein Handy liegt immer 10 cm neben meinem Kopf die ganze Nacht, falls irgendwer was von mir will, was wichtig ist. Das ist irgendwie so eine komische Angewohnheit, aber mein Handy liegt ungefähr so weit weg von meinem Kopf. Immer. Und den Wecker da drinnen, ja. Aber ich wach meistens immer nach meiner inneren Uhr auf. Die finde ich sowieso am besten. Das ist der beste Wecker. Die innere Uhr. Das mache ich am Wochenende. Und das ist ungefähr die gleiche Zeit. Ja, plus minus 5 Minuten. Ja. Ungefähr. Alright. Cool. Katniss hatte noch gefragt, was haltet ihr von Streamern, die nach so und so viel erreichen, Subs ein Giveaway machen? Oh, das ist wieder so eine sehr ernste Thematik hier. Ich schmeiß das Ding einfach in die Runde. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nix. Halte ich von denen. Da kann ich jetzt ja mitreden. warum nicht? Also, ich mach's nicht, aber warum nicht? Also, würde mich jetzt nicht stören. Also, da wird sich sowieso zu oft zu viel an irgendwelchen Dingen gestört, die irgendein Streamer für irgendwas macht. Mir völlig Latte. Corporate Sellouts. Ja, Im Endeffekt soll jeder machen, was er will. Genau. Und wenn mir die Lotterie sagt, kauf ein Lotterieticket und du hast die Chance, was zu gewinnen, ist doch eigentlich genau das Gleiche. Gib Geld aus für irgendetwas und du hast die Chance, irgendwas zu gewinnen. Also, wer es machen will, gern. Es streicht. Also ich finde auch diese Creative-Streamerinnen schrecklich, die irgendwelche Raffles veranstalten und dann darf derjenige sich aussuchen, was sie ihm häkelt. Das finde ich ganz schrecklich. ja, das Gehäkelte. Nee, aber mal ganz ehrlich, eigentlich ist das... Also ich muss ganz ehrlich für mich selber sagen, um einfach mal kurz ein bisschen auszuholen, aus meiner Sicht als der das jetzt quasi beruflich macht sozusagen, mir ist das total Wumpe, was die Leute machen. Habt ihr alle so ein Gehäkelt? Nee, ich wollte gerade sagen, habt ihr alle so ein Gehäkeltes Zeug? Habe ich gekriegt von einem Viewer, hat er mir geschenkt, muss hier immer stehen am Monitor. Hey, guck mal, ich habe auch was Gehäkeltes. Yeah. Ich dachte, du hast jetzt einen Duden gehäkelt. Nee, ich hab so einen Superman-Hand. Du hast deine Kopfhörer gehäkelt. Ich habe ein Bikini. Okay, der sieht echt gut aus, Slavi. Ja, super. Das sieht aus wie ein Stück Wolle, so eine Hand. Borat, das ist ein Borat-Bikini. Also für mich ist das einfach eine legitime Strategie. Also es ist, man regt sich sowieso viel zu viel über irgendwelche Sachen auf und vergisst eigentlich das Grundlegende daran. Also jeder soll so entertained, wie er das möchte. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, irgendwann wird es schwer, noch was Sinnvolles im Stream zu machen. Denn es gibt keine Spiele mehr. Der Chat weiß alles über dich und es gibt nicht mehr so viel zu erzählen. Man hat alles schon 500.000 Mal erzählt. Das, was im realen Leben passiert, ist unwichtig. Also man muss ja irgendwie gucken, dass man die Leute bei der Stange hält. Und ich sag mal so, wenn man Sachen verschenkt, okay, hey, sollte man das machen. Wenn man ein Goal hat, dann hat man ein Goal. Und wenn man so und so viel Subs hat und dann was weggibt, ist das auch legitim, weil warum sollte man seiner Community nichts schenken? Ich meine, dass man öffentlich die Zahl dazu beitritt, ist jedem selbst überlassen. Also
Ich würde nicht sagen, dass das irgendwas Schlimmes ist. Also ich habe mich früher darüber auch aufgeregt und auch nur aus dem Grund, weil die Leute dann Subscriber kriegen dadurch. Aber es ist doch total Wumpe, weil jeder Mensch, der zuguckt, muss das doch selber entscheiden, wo er sein Geld hingibt. Und dass er dann noch was zurückgibt dafür, ist ja eigentlich sogar noch eine positive Sache und keine negative Sache. Also es ist halt, das Problem ist immer, das ist wie mit dem Gamen. Früher haben sie gesagt, wir sind alles Slipknot-hörende Attentäter zum Beispiel. Und bei den Streams ist das halt genau dasselbe. Also mit den ganzen Damen, es ist ja vor kurzem wieder was passiert mit einer jungen Dame, das muss ich jetzt nicht breitreden, aber da ist wieder, die sitzt halt in diesen Dancing-Shorts, diese ganz engen Leggings und dann diesen Badeanzug drüber, wie bei She's a Maniac. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und hat sich da hingesetzt und dann aus Versehen auf die Hose gekleckert und lauter so ein Schwachsinn. Die Leute haben halt donated, was ich cool finde. Das ist halt die angezogene Piepshow. Jeder, wie er es mag. Also ganz ehrlich, sich darüber den ganzen Tag zu echauffieren und aufzuregen, bringt dir überhaupt nichts, weil du die Welt nicht verändern kannst. Das Einzige, was du machen kannst, und das hat mein Papa früher schon gesagt, steck sie alle in einen Sack und prügel drauf und du triffst immer den Richtigen. Alles andere bringt dir eh nichts, weil du es nicht verändern kannst, weil niemand in der Position ist, dort Einfluss drauf zu nehmen. Ganz einfach. Ja. Man muss sich halt immer überlegen, wenn du deine Subscriber irgendwie an irgendwelche Donations und Raffles und sonstige Sachen halt bindest, dann kommt der ein oder andere Subscriber halt nur deswegen zustande, weil er was gewinnen möchte und nicht, weil er jetzt primär halt dir subscriben will. Und da hast, ich weiß nicht, also ich sehe das halt nur deswegen kritisch. Eigentlich, weil ich im Prinzip eine 100%ige Community haben möchte mit Leuten, ich habe ja keine Subscriber, aber halt, die mir auch nur followen, weil sie mir auch zugucken wollen und nicht, weil sie bei mir was gewinnen wollen, und deswegen finde ich das da ein bisschen kritisch. Aber sonst, ich reg mich jetzt auch nicht drüber auf, weil das ist ja auch verlorene Lebensmühe. Aber ist das so die Angst da bei euch, sich so zu prostituieren? Also jetzt nicht mit Körpergefälligkeiten, aber halt dann durch was anderes? Also, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass das bei dem einen oder anderen, ich glaube, es ist auch eine Mentalitätsfrage, ja. Also bei den amerikanischen Streamern sieht man das seltener. Bei den Deutschen ist das irgendwie, nehmen wir mal ein gutes Beispiel, Werbung schalten im Stream. Ja? Das ist in Deutschland, also ich kenne kaum jemanden, der so im Stream Werbepausen macht, mehrere, also außer den Rocket Beans, die mehr Werbung schalten als RTL 2. Aber die müssen auch eine riesen Kohle bezahlen. Daher kommt die Kohle. Ne? Also nicht nur, aber auch. Und das ist aber in Deutschland so verpönt. Also habe ich das Gefühl. Und ich mache es zum Beispiel bei mir. Wir haben so eine virtuelle Fluggesellschaft gegründet. Das kostet Geld, da ist Servermiete zu bezahlen und all sowas. Und dann, aber ich kann dann irgendwann so in die Situation, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt rechtfertigen dafür, ja. So, ja, das machen wir doch jetzt alle hier so, Werbung müsst ihr jetzt ertragen, 2x2 Spots oder so, nichts Dramatisches, total easy für unsere virtuelle Airline, weil die Serverkosten müssen irgendwie bestritten werden, irgendeiner muss sie bezahlen, so. Und dann brauche ich keine Donations, sondern dann ertragt ihr halt die 2 Spots. Aber da kommst du in so eine Lage als Streamer, finde ich, so in Deutschland ist das aber auch nur so, in den USA überhaupt gar keine Frage, ne? Da wird einfach Werbung gemacht und die finden das alle cool, das ist völlig normal. Der Mann, der da im Fernsehen ist, der muss Geld verdienen, ja? Der macht das, weil er Geld verdienen will damit oder muss oder was auch immer. Also es gibt ja verschiedene Bereiche und hier in Deutschland musst du dich dafür rechtfertigen, Geld zu verdienen, ne? Das ist ja ein grundsätzliches Problem und deswegen glaube ich das schon, dass es so ein bisschen schwierig ist manchmal, auch eben, wenn man für Subs irgendwas raushaut oder so. Ne? Also ich verlost auch dauernd irgendwas, weil ich einen Sponsor habe und dann verlose ich das halt. Aber das hängt jetzt nicht mit den Subs zusammen, ne? Sondern einfach nur so, weil hau ich halt raus, weil das eben geht. Aber ja, es ist schon ganz komisch in der deutschen Community, in Anführungsstrichen. Das ist aber auch ein schmaler Grat. Ja, also ja. Dieser Sellout-Regler, den dreht man immer mal wieder ein bisschen höher, wieder ein bisschen runter und muss sich dann immer wieder entscheiden, nehme ich das mit rein, lasse ich das draußen, und das ist immer sehr, sehr schwierig. Ich persönlich rede auch nicht gerne darüber, halt ja. Geld, Donations, Tipps und sowas. Das ist wobei bei mir, ich das Sellout auch gar nicht schlimm finde. Ne? Also das soll jeder bis zu einem gewissen Grad nicht. Nee, mir ist sogar der Grad egal, weil das
dann gucke ich halt nicht mehr zu. Ja, also ja, ich meine, das regelt das ja der Markt. Ja? Wenn du es übertreibst, und in Deutschland übertreibst du das relativ schnell, weil die Deutschen einfach da sehr sensibel sind, was das angeht. Die sind da einfach nicht, das kriegen die nicht gebacken. Ja? Für die ist, also für viele ist Werbung einfach eine Katastrophe, warum auch immer. Ich finde Werbung total lustig, aber ich lache mich da mal tot drüber, was sie manchmal für Schoten bringen. Aber das ist halt nicht bei jedem so. Und das ist halt eine Mentalitätsfrage. Wir Deutschen sind halt griesgrämig und wissen alles besser. Und also wir sind halt ein Volk für uns. Es ist halt so, anders als in anderen Gegenden. Und insofern merken wir das hier natürlich auch. Also hurra, wir sind in der Gesellschaft angekommen. Ja, also es ist, also Schnitt durch die Gesellschaft, den haben wir bei Twitch halt auch. Also ich zahle $9 im Monat und sehe keine Werbung und unterstütze den Streamer trotzdem. Ja, genau, da bekommt der Streamer ja trotzdem. Ja, aber ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Streamer das sich gar nicht trauen, in Anführungsstrichen. Also bei vielen, mit denen ich so geredet habe, die meisten, mache ich lieber nicht, dann verliere ich Zuschauer. Das ist tatsächlich schon so, ne? Und das ist eigentlich Katastrophe. Also ich nehme ich hab mal nie Zeit, Standard. Werbung zu machen, weil ich immer da bin. Ja, ich vergesse es ja auch immer, aber ich meine, es ist trotzdem so, das ist ganz komisch so. Es ist ein deutsches Phänomen, ne? Also. Ich würde als Standard Amerika immer nehmen, und das sage ich immer wieder, ich will einen Stream machen, den ich auch selber gucken würde. Und ich gehe nicht davon aus, zu überlegen, was wird der oder der gerne gucken oder so, sondern ich einfach nur straight, würde ich mir meinen eigenen Stream angucken. Und ich mache es teilweise sogar, aber nur um selber zu gucken, ob ich alles richtig mache oder was falsch mache. Aber, und wenn mich was nicht stört, dann stört es mich halt nicht. Wenn es mich stört, dann stört es mich. Und ich finde, das ist ein guter Standard, nach dem man gehen kann. Für überhaupt bei allem, nicht nur bei Streams. Ja, richtig. Für mich ist das, um auf deine Frage zu antworten, Tim, einfach nur Effekthascherei. Mehr ist das nicht. Das ist, das ist einfach nur, dass Menschen ausnutzen. Mehr ist das nicht. Das ist dieser Effekt so, okay, jetzt haben wir diese Kette und jetzt will ich da Geld reinhauen. So, bam, bam, bam. Das interessiert die Leute nicht, dass sie was dafür kriegen. Das ist den Wumpe, weil das sowieso nur Crap ist, den du da kriegst. Die ganzen Giveaways. Und das ist, für mich ist das nur Effekthascherei. Und mein Ziel ist und wird es auch immer sein, ich möchte einfach nur der Typ sein, der auf der Couch sitzt und sein Spiel zockt. Ich mache da keinen Larry, schreibe mir keine Skripte für extra Witze. Wenn ich nicht witzig bin, bin ich nicht witzig. Wenn ich keinen Spruch habe, habe ich keinen Spruch. Es gibt zum Beispiel, Mass Effect ist für mich gerade ein Spiel, was mir sehr schwer zuspielt zum Beispiel. Da kann man keine Witze machen. Du sitzt halt davor, die führen Dialoge und die sind halt super ernst und dann sitzt du da, okay, ich habe jetzt hier noch einen Witz, da noch einen, ist nicht cool. Wenn jetzt aber jeder, der bei mir reinkommt und normaler Zuschauer oder Subscriber ist, der mich kennt, der würde niemals auf den Gedanken kommen, Unsub zu drücken, weil ihm das nicht gefällt, weil ich gerade nicht lustig bin, weil die Menschen genau wissen, der Typ, der da sitzt, der ist so, seit 2 Jahren, der war noch nie anders. Und für mich ist es immer wichtig, weil wenn wir schon darüber reden, man will was Geregeltes haben. Ja? Und wenn ich jetzt auf die zum Beispiel Gamescom fahre für eine Woche, dann weiß ich ganz genau, wenn ich zurückkomme, sind alle noch da. Weil sie wissen, der Typ ist kurz mal im Urlaub und kommt dann wieder. Und bei den anderen ist das so, bei denen fluktuiert das zwischen 100 und 200 am Tag. Das geht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und das ist halt nur, die Frage ist halt, willst du das oder willst du das nicht? Ich meine, es kann Geschäftsstrategie sein und du wirst wahrscheinlich auch zum Ziel kommen, du wirst dein Geld machen. Aber es ist halt, rein geschäftlich gesehen, ist das Blödsinn, Nonsens. Und das ist halt einfach, der Trend hat sich so, der Trend ist dahin gegangen und so ist es dann halt auch. Das ist genauso mit den ganzen Stream-Overlays. Ich meine, guckt euch an, was es heutzutage alles gibt, ja. Es gibt Bots, die machen Giveaways, das kommt auf dein Bildschirm. Du kannst T-Shirts kaufen, das kommt auf dein Bildschirm. Es gibt Leute, die haben für jedes Spiel ein eigenes Overlay. Für jedes. Da ändert sich der Donation-Tracker, dann ändert sich Subscribe-Tracker. Alles ändert sich nur für die Spiele. Das ist schon, das geht halt in ganz andere Universen gerade. Und ich will halt, also bei mir zum Beispiel, ich möchte einfach nur der bescheidene Junge sein, der seinen Traum erfüllen darf und einfach so ist, wie er ist. Mehr will ich nicht machen. Und für mich ist das halt auch, ich meine, prostituieren tust du dich so oder so. Sobald du einen Donation-Button hast, bist du eine Prostituierte. Weil die Leute, die dafür... Chef hast, der dir Geld zahlt, bist du eben, Prostituierte. Genau. Ja. Was anderes ist das nicht. Und wer... Aber eigentlich tun wir... Bitte? Sorry.
Mach du. Aber eigentlich tun wir doch jetzt alle nur so das, wo wir uns halt selber bei wohlfühlen würden. Also das habe ich jetzt eigentlich so von jedem so rausgehört und das kann ich auch von mir sagen. Ich möchte einen Stream beenden und mich danach irgendwie schlecht fühlen, weil ich irgendwas gemacht habe, was irgendwie gegen meine Prinzipien gehen würde. Und jeder sieht vielleicht seine Prinzipien in dem Punkt irgendwie einfach anders. Also jetzt ohne das schlecht zu machen, was du gesagt hast, weil ich bin da wirklich voll auf deiner Wellenlänge. Aber wenn es halt Personen gibt, die sagen, okay, deren Ziel, deren Lebenstraum ist es jetzt, da so ein krasses Business aufzubauen, halt irgendwie mit Sellout, mit irgendwie unterschiedlichen Donations, irgendwie sonst was, denke ich mir einfach, sofern die das glücklich macht, was die da im Moment machen, und sofern die da nicht irgendwie am Ende rausgehen, abends weinend im Bett liegen und sich denken, boah, ich bin schon echt ein ganz schönes Arschloch, dass ich den Leuten so das Geld aus der Tasche ziehe, sofern die damit glücklich sind, denke ich mir halt, sollen sie doch. So, für mich ist es halt nicht, ich gucke es mir halt nicht an. Es gibt, also mal ganz ehrlich, es gibt noch viel schlimmere Leute außerhalb von Twitch. Ja, also, klar. Da geht es dann um ein bisschen mehr Geld, die noch viel schlimmere Sachen machen. Mhm. Nur weil das halt in unserem Umfeld ist. Jeder soll machen, was er will. Und das zum Beispiel der ganze Twitter-Kack, der hier mal abgeht, dass die Leute Scheiße aufeinander auf sich schmeißen. Und es ist, man kann es nicht sagen. RTL ist in Deutschland angekommen. Okay? Es ist einfach nur noch Dünnschiss, den du den ganzen Tag liest. So. Da steht nichts mehr Fundiertes so, hey, cool, danke, dass ihr heute meinen Stream geschaut habt. Es war echt edel mit euch. Oh, habt ihr schon gesehen, Bibi Blocksberg, bla 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 bla. Nur bla bla bla, den ganzen Tag. Es ist halt, jeder soll machen, wie er will. Und so ist das in jedem Stream. Wenn die Leute auf sowas abfahren, sollen sie sich das gerne angucken. Wenn sie keinen Bock darauf haben, gucken sie sich wen anders an. Es gibt ja nur Tausende zur Auswahl. Und mehr brauchst du dazu halt nicht sagen, finde ich. Ja. Wollen wir die nächste Frage behandeln? Ja, bitte. Okay. Gerne. Ich würde gerne Scarab und Askodon zusammenfassen. Und zwar, wie sehen eure Weihnachts- und Silvesterplanungen aus? Kekse oder Haferschleim? Und dann kommt die Frage, wenn Kekse, mit Milch oder ohne Milch? Slappy. Kekse mit Milch sind natürlich OP, aber meistens ohne Milch. Trotzdem, weil ich nie auf die Idee komme, die mit Milch zu essen. Und außerdem, wenn ich schon Milch trinke, dann Kakao. Weihnachten werde ich mit Stream und Familie verbringen. Also Familie ist ja Stream und Stream ist Familie, aber auch mit meiner echten Familie. Und Silvester mit Freunden. Ja. Das heißt, Neujahr gibt es keinen Stream. Und am zweiten auch nicht. Gleich einen Kalender eintragen. Mhm. Garak, wie machst du das dieses Jahr? Kekse, nein, esse ich nicht. Daher auch nicht mit Milch. Weihnachten. Wie immer. Same procedure as every year. Gucken. Das war Silvester. Aber ansonsten, Weihnachten ist halt ganz normal mit Familie. Am ersten Weihnachtstag ist Familientag. Da wird dann gegessen mit Familie. Und Silvester ist meiner Frau und mir vorbehalten. Wir machen da keinen großen Zampano mehr. Aus dem Alter sind wir raus. Also gemütlicher Abend. Schön was kochen. Wahrscheinlich eine schöne Ente oder Wildschwein, keine Ahnung, irgendwas Nettes und dann einen schönen gemütlichen Abend machen, ne, zu Mitternacht anstoßen und dann war es das auch. Also die große Feierei, der große Wahnsinn, das ist vorbei. Das war früher mal. Bin ich auch ganz froh drum. Denn ich kann am ersten morgens aufstehen und bin nicht tot. Hey Jul? Zu der Keks-Plätzchen-Frage sage ich einfach nur, ich habe komplett gestern und heute nur in der Küche gestanden und gebacken. Und das wird dann jetzt selbst gegessen, an Freunde, Verwandte geschickt und ein bisschen was ins Büro mitgenommen. Deswegen Kekse und Plätzchen finde ich ziemlich toll. Milch ist mir eigentlich egal. Weihnachten ist hier, seitdem ich hier nach München gezogen bin, 3 Tage Familien-Gaudi. Ordentlich unterwegs, ordentlich immer irgendwas essen und ansonsten ist Weihnachten halt einfach
im Schlafanzug auf dem Sofa sitzen, heißen Kakao trinken oder Kaffee und Kevin allein zu Hause schauen. Also halt so diese Traditionen, die man sowieso jedes Jahr macht. Weiß ich glaube, manche spielen dann ja auch wieder mal Ocarina of Time durch, weil das halt so deren Weihnachtsspiel ist. Mache ich das auch. Und Silvester gehen wir dieses Jahr auch zu zweit. Also ähnlich wie beim Garak gehe ich mit meiner Freundin essen. Haben uns was Schönes hier geholt. Wird, glaube ich, ganz entspannt. Ich habe Silvester übrigens auch schon mal auf Teneriffa am Strand verbrannt, verbracht. Verbrannt war ich da Und auch, verbrannt. weil, ja, verbrannt auch, weil es sehr warm war. Das ist auch mal ein Erlebnis, irgendwo hinzufahren zu Weihnachten oder zu Silvester, wo es eben einfach geiler blauer Himmel, Sonnenschein und alles toll am Strand. Das ist ein völlig irres Gefühl, das muss man mal mitmachen. Ich muss noch Kevin allein zu Hause gucken. Das Ach du kommt noch. Das ist mein Weihnachtsfilm. Ja. Also, ich esse Kekse immer pur, ohne Milch. Also, Kekse, einfach reinschaufeln in den Schlund und dann runter mit den Dingers. Prinzessin Mononoke würde ich mir vielleicht angucken. Oh, das Den ist könnte ich schön. auch mal wieder gucken. Ja, Ne? und Ja. drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja. Natürlich. Also mein Genau. Weihnachten übrigens mal kurz. Ich werde den Hitman-Marathon machen. Also ich werde dieses Jahr Leute töten über Weihnachten. Ex Super. exzessiv mit Gitarrensaiten vorbereiten und ästhetisch in irgendwelche Mülleimer und Mülltonnen legen. Und Silvester ja noch das Gleiche. Also ich mache gar nichts. Ich mag Weihnachten nicht, weil ich mag diesen Hehl um dieses Fest einfach nicht, weil das Blödsinn ist. Denn Ach ja. man kann sich das ganze Jahr überleben, wisst ihr? Also das muss man nicht an Weihnachten machen. Ja, aber ich liebe das ganze Jahr über und Weihnachten dann noch mehr. Ja, schon. Also ich werde dieses Jahr Weihnachten sehr einfühlsam, wie gesagt, mir ein Hemd, eine Krawatte und den Anzug anziehen und Hitman spielen mit den Leuten, die dazu Lust haben. Das hat Stil, ja. Ja, Das also ist doch gucke ich auch zu. ein Spiel, das du liebst. Ja. So siehst du. Und warum spielst du es dann Weihnachten und nicht irgendwann anders im Jahr? Weil ich letztes Jahr Weihnachten mit diesem, ja, wie soll ich sagen, Tradition. mit dieser Tradition angefangen habe und ich werde Aha. jedes Jahr Weihnachten dieses Spiel spielen. Siehst du, dann ist es doch ein besonderes Fest für dich. Oh ja, ich werde Hitman spielen zu Weihnachten. Ich liebe Ja. Weihnachten, yes! Aber es ist deine Weihnachtstradition dann Also es immer. ist, ich will nicht sagen, ich hasse Weihnachten. Das will ich nicht sagen, aber ich mache da kein Heckmeck draus. Also, Naja, nicht. ich Genau. versuche mich noch vehement zu wehren, mir Nikolaus Mützen aufzusetzen. Und ich habe schon fast alles da. Ich bin sogar fast schon dabei, mein Icon oder mein Bild in Twitter mit einer Weihnachtsmannmütze zu machen. Habe ich schon hier? Würde ich sogar schon. Ja, einfach nur. Ich weiß, dass. Ich hatte da vorhin schon mit jemandem drüber gesprochen. Und ich weiß, dass das manchen Leuten viel bedeutet und dass einige halt arbeiten müssen und zum Beispiel kein, so sage ich mal, Plätzchen haben und denen könnte man das ja dann in dem Moment geben. Was ich auch verstehen kann. Ich nur selber bin halt nicht der Typ dafür. Und ich möchte jetzt auch nicht zum Beispiel zu Weihnachten da so ein Heckmeck halt draus machen. Also ich habe euch das ganze Jahr überlebt, so. Ich nicht. Okay, da, danke Slavy, dass wir uns dann dieses Jahr einfach zu Weihnachten lieb haben dürfen. Genau. Danke, super. Jetzt haben wir noch zwei Sachen sind hier noch drinne. Wir haben ja die letzten 2 Wochen überzogen. Wir wollten ja heute einigermaßen pünktlich Feierabend machen. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Also die Frage wurde schon recht häufig gestellt. Ich glaube, das können wir recht zügig mal sehen. Haben wir heute andere Antworten? Hat sich bei euch was verändert? Wo? Nee, ich glaube, Tim, du hast noch gar nicht geantwortet, oder? Wie? Habe ich letztes Mal nicht geantwortet? Wurde das letztes Bestimmt. Mal gefragt? Ich weiß, es ist ein Monat her, was weiß ich denn das? Wo siehst du dich ja, in einem Monat? wo sehe ich mich in einem Monat? Nee, mach mal kurz und prägnant 10 Jahre. Kurz und prägnant 10 Jahre. Ich bin da natürlich Oh, optimistisch. Ich hoffe oh, mal, oh, ich spiele immer noch Videospiele. ich habe eine Und ich bessere, hoffe, ich ich kann habe eine immer bessere. noch mit. Mach nichts vorsagen. Brech ab. Okay, Slappy, du sagst jetzt, wie du Garak in 10 Jahren siehst. Ja? Und dann sagt Garak, wie Tim in 10 Jahren aussieht. Also wie das bei Tim aussieht. Und dann müssen wir mal gucken, wer noch nicht. Ich sag das für Slappy und Tim dann für mich. So, okay. Wir haben es jetzt. Also heute antwortet wer anders für den anderen. Slappy, du für Okay. Garak. Wo siehst du Garak in 10 Jahren? Mit Virtual Reality Brille in einem Cockpit. Am Stream. Mit der da zu derzeitigen modernen OBS-Lösung für Oculus Rift.
Oder irgendwas, was dann wieder besonders ist. Sehr cool. Ja. Weil, er hat ja erst diesen Monat seinen Sub-Button bekommen. Dann ist er schon längst Sellout und richtig ordentlich. alle 5 Minuten ein Werbespot. Ey. Der wird im Cash schwimmen, auf jeden Fall. Meinst du? Nein. Nein. Ja, Tim wird, zum Glück hat er ja gesagt, was er hat. Ich war aufmerksam, wird in 10 Jahren natürlich immer noch spielen. Oh. Allerdings. Oh, jetzt kommt's. Wesentlich besser als heute. Oh. Weil da ist noch eine Steigerung möglich. Er ist ja erst Mitte 20 durch und obwohl er schon mit Riesenschritten auf die 30 zugeht. Und ich werde ihn in 10 Jahren immer noch hosten. Da bin ich mir auch sicher. Wow. Wow, das ist aber eine Ankündigung hier. Ne? Dankeschön. Das ist aber eine Ankündigung. Ja. Den hatten wir jetzt? Tim? Tim für dich. Ja, okay, Tim, hau rein. Jetzt bin ich gespannt. Okay, also wenn ich jetzt aus dem Gespräch heute eins gelernt habe, auch rückblickend auf deine Jugend und die letzten Jahre gesehen, würde ich sagen, hast du, wenn du diese Welle, diesen Wechsel beibehältst, hast du in 10 Jahren wieder eine wilde Phase. Und vielleicht dann mal wieder ein bisschen Abstinenz von der ganzen Streamerei und bist vielleicht mal wieder ein bisschen irgendwo unterwegs, wild und zündest was an. Wow. Reifen. Reifen. Reifen im Busch hinterm Haus. Ja, okay. Okay. Oh, Slappy. Also Slappy wird in 10 Jahren die Augenringe des Todes haben, weil sein Biorhythmus einfach komplett falsch ist. Ich glaube, dass Slappy zu der Zeit dann Familienvater ist in 10 Jahren, glaube ich. Liebender Vater, Gamer, fängt dann an, Retro-Spiele von heute zu spielen. Also so Witcher-Sachen. Ja, die spielt Witcher 3 immer wieder. Er erweitert sich dann von 8-Bit auf die heutigen Retro-Spiele. So das macht er jährlich. Ja, das macht er jährlich. Also ich glaube, so sehe ich Slappy in 10 Jahren. Ja. Dann spiele ich vielleicht mal Fallout 4 in 10 Jahren. Vielleicht spielst du auch mal Fallout 4 in 10 Jahren, ja. Klasse, das sollten wir öfters machen. Und jedes Mal, wenn die Frage kommt, fragen wir wen anders. Ja. Das finde ich sehr aber schön. Im Chat ist eine gute Idee, Nils, da hast du in 10 Jahren Frauen und Kinder und bereitest deinen Sohn auf Stream vor. Oh, ich? Nee, ja. Ich glaube, da müssen wir mal gucken. Ich hab noch keine Angetraute gefunden. Bewerbung an E-Mail. Ja, du hast ja noch 10 Jahre Zeit. Ja, na, das, oh. Ja, aber du weißt ja, die biologische Uhr, ab 30 geht's bergab. Ja. Ja, die läuft weg, ja. Ja, das ist dann irgendwann vorbei. Es soll Streamerinnen übrigens geben, die nehmen Bewerbung für Boyfriends an, habe ich gehört. Habe ich auch schon mal überlegt, das zu machen, aber komme ich mir so ein bisschen doof vor. Weil es doof ist. Warum? Naja. Einstellungsgespräch zur Sekretärin könnten wir das dann nennen. Assistentin, Verzeihung. Assistentin. Personal Assistant. Personal Assistant. Assistentin der Geschäftsleitung wird sie dann, ne? Ja. Das klingt doch gut. Das sollte man einführen. Okay. Klingt nach. Bei mir heißen sie ja alle Saftschubsen, aber naja, das könnte eventuell negativ gesehen werden. Oh ja, heutzutage auf jeden Fall. Ja, heute geht das nicht mehr. Nee, kann man nicht mehr machen. Geht nicht mehr. Nee. Das ist böse. Wollen wir die letzte Frage nochmal schnell angreifen, obwohl ich glaube, die haben wir schon beantwortet heute. Warum denkt ihr, ist Gaming die schwierigste Randgruppe in Bezug auf Gesellschaft, die es gibt? Beziehungsweise warum haben wir es so schwer? Deine Suggestivfrage. Diese Frage ist... Und wir sind auch nicht die schwierigste Randgruppe. Nee. Ich glaube, Transsexuelle haben es da ein bisschen schwieriger. Ja. Da gibt es noch einige, die es ein bisschen schwieriger haben. Ja. Ich glaube sogar, uns geht es verdammt gut heutzutage. Ja. Glaube ich auch, ja. Viel zu gut. Also, ich sitze hier gerade und quatsche über Mist mit anderen Leuten über Mist. Also, entschuldige mal bitte. Und dabei gucken sich den Mist noch an. Und dabei, habt ihr euch, stellt ihr euch das manchmal vor? Also, ich meine, man hat ja so immer, nee, gar nicht. Nee, ich würde sagen, also wenn es uns schlecht geht oder wenn das so wahrgenommen wird, dass es uns schlecht geht, einfach noch daran, dass diese ganze die Zielgruppe des Gamers oder diese Generation, dass die halt einfach noch so jung ist. Also nicht zu jung, sondern einfach noch so jung, dass es das noch nicht so lange gibt wie das Fernsehen. Es gibt es noch nicht so lange wie Kunst, wie Bücher. Ne? Das ist halt noch nicht so
eingesessen. Ja. Was ich jetzt, ich habe mal eine persönliche Frage. Manchmal. Ja, ich will. Ach so, sorry. Wow. Ich habe gerade keinen Ring dabei, sorry. Nächste Frage. muss ich schnell einen craften? Ich muss schnell, crafte mal schnell einen. Ein Bobble. Wenn ihr manchmal streamt, ja, ist euch eigentlich bewusst, dass euch Menschen dabei zugucken? Ja. Na klar. Ist euch manchmal bewusst, dass ihr dafür Trinkgeld bekommt? Nein. Wer, die Menschen, die zugucken? Nee, ihr. Mhm. Ist euch das manchmal bewusst oder? Ja. Das klingelt dann immer. Hm. Also ich meine, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wir sind also quasi Künstler geworden irgendwann. Ja, also beim Stream selber fällt mir das weniger auf, aber ab und zu so denke ich schon drüber nach. Da sind irgendwie 250 Leute, die haben nichts Besseres zu tun und gucken mir zu, wie ich mit dem Flugzeug durch die Gegend fliege. Und dann stelle ich mir, also was ich cool finde. Und dann denke ich halt einen Schritt weiter und stelle mir diese 250 Leute mal so auf dem Dorfplatz vor. Und da wird das Ganze erst so richtig dramatisch. So 250 Leute sind schon echt viele Menschen. Ja, das ist schon. Und wenn es nur 100 sind, egal. Ja, also das ist echt verdammt viele Menschen. Die meisten davon habe ich nie gesehen. Die werde ich nie sehen. Ja. Und Großteil zum Glück in meiner Community ist es ja ganz gut. Wir haben ja sehr viele im Teamspeak-Server auch immer. Die wechseln auch. Und also da hat man schon ein bisschen mehr mit der Community auch. Aber grundsätzlich, das sind 200 Fremde, ja, die gucken dir regelmäßig zu und wenn ich mir sie so auf dem Dorfplatz vorstelle, dann ist das verdammt komisch, so vom finde ich jedenfalls. Also ich finde es klasse, aber es ist schon, doch, ich mache mir die Gedanken doch schon ab und zu. Mhm. Tim? Hatte ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Also ich finde das immer noch teilweise ziemlich unglaublich, was da irgendwie so passiert und auch genau dieses Thema mit den Zuschauern. Ich frage mich auch mal ständig, warum die 250 Leute zugucken. Aber wenn bei mir auch irgendwie ab und an kommt die Frage halt auch mal, die sagen, ey, du hast so und so viele Follower, die schauen ja gerade nur 20 Leute zu. Du bist ja voll unerfolgreich und voll scheiße. Aber das sehe ich halt irgendwie gar nicht so, weil ich denke mir halt dann auch nicht auf dem Dorfplatz. Ich habe halt immer noch so dieses diesen Vergleich von zu früher, wo wir nach der Schule bei irgendjemandem zusammen Street Fighter gespielt haben, zu 10 um den Sofa rumstanden und gewartet haben, dass wir drankommen, wenn ich 20 Leute in meinem Wohnzimmer stehen hätte, so mal als Vergleich zu damals, das wäre der Hammer, selbst wenn es nur 5 Leute sind. 5 Leute, die ganze Zeit neben mir stehen und irgendwie auf mich einreden, das ist krass. Und es ist auch immer noch teilweise schwer zu glauben, das, was du auch gerade gesagt hast, diesen, ich würde mich nie als Künstler bezeichnen, aber halt dieses, ich mache da etwas im Internet, was Leute cool finden und die finden es nicht nur so cool, dass sie da irgendwie einen Stern oder ein Herz dran bappen, sondern dass sie halt auch wirklich mal sagen, hey, ich habe jetzt diesen Monat für mein Geld gearbeitet, ich habe das schwer verdient und einen Teil dieses Geldes gebe ich jetzt dieser Person, weil ich es toll finde, was die macht. Das ist, glaube ich, etwas, was ich nie so ganz für selbstverständlich nehmen möchte. Weil ich glaube, dann wären mir auch, glaube ich, irgendwann die Leute egal. Slevy? Also die Leute sind mir zwar nicht egal und da liebe ich jeden Einzelnen, der mir zuguckt, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt noch in Panik gerate wie früher noch, als mir plötzlich irgendwie 40, 50 Leute zugeguckt haben. Gucken mir halt an einem erfolgreichen Tag 50 Leute zu und dann ist das schön. Und dann fühle ich mich halt noch ein bisschen angespornter und unterhalte die, aber ich habe schon als 15- oder als 16-Jähriger halt auf einer Bühne gestanden und habe für 1000 Leute schief gesungen und hat mir auch nichts ausgemacht, dann wird drüber gelacht und wenn mir jetzt heute was Doofes passiert, dann lache ich halt auch drüber. Mhm. Und da ist egal, ob mir 20.000 Leute zugucken oder 50 oder wie viel auch immer und ich finde es gut, ich finde es angenehm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es über die letzten 1,5 bis 2 Monate komplett verloren. Ich weiß nie, wie viele Leute mir zugucken. Nie. Und für mich ist das, dann sind halt so viele Leute da, dann ist es halt so. Ich habe keinen blassen Dunst. Also
Ich mache das auch nicht an der Geschwindigkeit vom Chat fest oder so. Ich denke wirklich überhaupt gar nicht mehr daran. Ich habe das komplett ausgeblendet, warum auch immer. Und weiß ich nicht, es ist verrückt. Und als Künstler, ja, ich sag halt Künstler, was willst du sonst dazu sagen? Dummer Ding. Content Creator. Ja, genau, und so ein Quatsch, da habe ich kein. Das ist halt genauso wie heißt jetzt Assistant? Sekretärin darf man ja nicht sagen. Facility Manager Assistant? Oder so? Nee, danke. Also ist für mich Künstler irgendwo. Junk and Trash Cutter. Junk, okay, was ist das denn? What? Kennst du den nicht? Nee. Das kommt doch aus deiner Gegend, von so einem Radiosender aus Leipzig oder Dresden. Sydney Carden, das war mal so ein Radiosprecher, da musst du mal nach googeln. Das Ding musst du dir, der hat angerufen bei irgendeiner Werbeagentur, so ein Telefonstreich halt am Radio, und hat sich da vorgestellt als Junk and Trash Cutter und Head Over Heels Operator und also voll die geilsten Dinger, und hat die Frau am Telefon völlig fertig gemacht. Sydney Carden hieß der Head Moderator. of Shoulders. Ja, genau. So eine Sache gibt es garantiert bei YouTube oder so. Und musst du dir mal angucken. Okay. Das ist göttlich. Es gibt viele schöne, witzige, wunderbare, wundervolle Sachen. Also, Ich bin John Cena. das stimmt nicht. Du hast nicht genug Muskeln. Werbeagent John Cena. Wo wir von fremden Personen reden. Perfekte Überleitung. Wollen wir heute ein bisschen früher zum Ende kommen, weil wir sind ja nun mit allem durch. Wir haben unser Thema abgeschlossen. Oder hat noch jemand was auf dem Herzen, dass wir vielleicht nicht noch die dritte einleiten müssen dann? Wir haben ja alles durch Ich heute. hätte vielleicht noch einen YouTube-Kanal, den ich vorschlagen würde, zu dem Thema, zu dem wir halt hauptsächlich heute gesprochen haben. Ja, dann. Und zwar der PBS-Idea-Channel. Ich Ja, kann wie das gleich mal wär's? in den Wollte ich Chat gerade sagen. schreiben. Poste doch im Chat. Das ist so ein Kanal, der beschäftigt sich halt immer mit solchen Fragen. Halt so ein bisschen wissenschaftlicher, aber auch halt auf Gaming, aber auch auf Filme und Serien und Cartoons und solche Geschichten, halt Popkultur, verbindet er halt immer mit so philosophischen, wissenschaftlichen Fragen. Und da habe ich zum Beispiel auch eben dieses Buch hierher, Magst du den Besser vielleicht mal als posten? die Wirklichkeit. Ja, mache ich sofort. Dann kann ich ihn öffnen. Idea Channel. Nur den Namen müsstet ihr jetzt. Selbst dafür ist er zu faul. Ja, sorry, ich rede gerade. Kann ich jetzt nicht noch bei YouTube nach einem Kanal suchen? Ich meine, ich kann ja eben hier. Ich mach weiter. Genau. Und der ist halt cool. Also der gibt auch immer gute Vorschläge, falls man dann doch mal sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen möchte. Halt, falls man jetzt gerade Student zum Beispiel ist in der Geisteswissenschaft und über Videospiele gerne mal ein Buch lesen würde, das man wiederum für eine Hausarbeit benutzen kann. Was ich ja quasi auch bin und häufig gemacht habe, dann kann man da sehr schöne Sachen finden. Auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Alright, Das cool. wollte ich noch sagen. Ja. Sonst? Nö. Wie sieht's aus? Wer möchte denn seinen Streamer der Woche vorstellen? Okay, Ja, leg Dizzy. los. Cool, danke. Schön, dass du dich gemeldet hast gleich am Anfang. Ich habe mir heute ein bisschen größeren rausgesucht. Ein Longtime-Favorite von mir, Man vs. Game. Ich weiß nicht, total abgefahrener Typ. Also der ist, glaube ich, fern aller Realität zurzeit. Und der spielt sehr viel Bloodborne, Dark Souls und er spielt halt alles auf der schwersten Schwierigkeitsstufe. Versucht alle Spiele alleine zu besiegen und erzählt dabei die kuriosesten Geschichten, die meistens auch noch wahr sind. Und er ist bekannt für sehr lange Streams, wie ihr wahrscheinlich gerade auch sehen könnt. 47 Stunden, ich glaube 72 Stunden war mal so der Rekord, wo er dann nach 72 Stunden immer noch einigermaßen fit war. Wohlbemerkt, den kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Spricht Englisch und streamt, naja, etwas, nennen wir es mal, unregelmäßig. Also da müsste man dann mal gucken. Das ist mein Tipp für die Woche. Für die 2 Wochen. Ich als nächstes? Ja, bitte, Slabby. Ich habe diesmal den London Gaming for Fun, heißt der.
gute Mann. Beziehungsweise ist, glaube ich, eine Gruppe sogar, aber streamt meistens ein Typ, weil ich mich selber jetzt in letzter Zeit viel mit Elite Dangerous beschäftigt habe. Da kommt ja jetzt bald die Erweiterung raus und ich habe da ein bisschen mehr jetzt in der Lernkurve, bin ich ein bisschen fortgeschrittener mittlerweile. Und der, ja, was macht der? Der hat eine Mining-Gruppe quasi gegründet, wo der halt mit Leuten aus der Community halt loszieht in Asteroidengürtel im Weltraum und dann Leuten halt zeigt, wie man mit Mining tatsächlich schnell gutes Geld verdienen kann. Und ich liebe dieses Spiel einfach und mag ihm einfach zugucken, weil der ist halt dabei noch sehr, sehr unterhaltsam. Der macht immer Quatsch mit seinem Bordcomputer, weil er halt auch dieses, das kennt man vielleicht von, wenn ihr viel Elite Dangerous oder ein bisschen Elite Dangerous geguckt hat, es gibt halt diese Streamer oder Leute, die ihr Schiff mit der Stimme bedienen. Und der hat das auch, der hat aber so ein Custom, so eine Custom-Stimme noch mit erstellt bekommen von jemandem und die antwortet dann halt immer auf Sachen, die er sagt und auf eine sehr lustige Art und Weise. Deswegen ist das ziemlich unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Genau. Tim? Jo, mein Streamer der Woche ist diesmal der fiese Ostfriese, der, wie der Name schon sagt, aus Friesland kommt, aber gar nicht mal so fies ist, wie der Name meinen lässt. Ist auch einfach sympathischer, netter Mann. Habe ich neulich auch mal persönlich kennengelernt. War sehr schön, dem schaue ich auch mal ganz zu. Hat damals, ähnlich wie ich, zum Release von GTA und GTA Online sehr viel das auch gespielt und gestreamt. Mittlerweile, glaube ich, auch eher so querbeet, was die Konsolen, was der PC hergeben. Aber der ist halt auch so, ich meine, wir sind ja alle hier so ein bisschen so nordisch, ne? Nordisch sympathisch. Nordisch by Nature. Du bist polnisch. Ja, genau, ich bin östlich. Na, östlich. Ja, den fiesen Friesling, den kann ich auch empfehlen. Der Uwe, der Wurst-Uwe, der kraucht genau. Bei uns auch immer ab und zu noch rum, ja. Den kennt man. Gara? Ja, ich habe Res TV, also der Zorn TV. Englischer Streamer. Luke heißt er. Spielt Gitarre. Ist also aus der Abteilung Kreativstream. Und der spielt wirklich jedes Mal, wenn er streamt, Gitarre. Und zwar E-Gitarre und Bassgitarre. Luke heißt er und er spielt mit Rocksmith. Ja, Rocksmith ist die Software, die er einsetzt für diejenigen, die Ahnung davon haben. Und man kann sich dort Lieder wünschen oder er spielt halt nach einer Playlist, die ihm gefällt, je nachdem. Das ist also völlig, völlig unterschiedlich. Und der ist sehr, sehr häufig online und macht Musik. Und das macht er recht gut und das ist sehr, sehr beeindruckend. Vor allen Dingen ihm zuzuschauen, wenn er neue Stücke spielt, die er noch nie vorher gespielt hat. Und seine Rate des Rocksmiths zeigt ja an, ob er die Griffe richtig getroffen hat und so weiter, ob das alles stimmte. Und er liegt da selbst bei Stücken, die er noch nie gespielt hat, immer so gut 85% und mehr und über 90%, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Er spielt halt seit über 10 Jahren Gitarre und das macht er richtig gut. Und ja, schaut da einfach mal rein. Nö. Sehr cool. Da muss ich mal auf Follow drücken. Heimlich. Tim, du hast Hallo. Das Schlusswort als Gast. Ja? Oh Gott. Das, du solltest dich jetzt schon mal mental darauf vorbereiten. Ich werde den Anfang machen, wie immer. Ich habe ja so zwischendurch schon genug geredet. Und was? Habe ich nicht heute? Ich glaube, ich habe viel erzählt, oder? Ja, heute schon, ja. Wow, danke, Garak, für den Zuspruch. Slappy, du auch noch? Du verstehst dich auch mit Garak in letzter Zeit so schön. Ich bin heute mit allem zufrieden. Okay, cool. Ja. Dankeschön, dass ihr alle zugeschaut habt, Leute. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei den Jungs, bei Garak, Slabby und Herrn Juhl bei Twitter vorbeiguckt oder auch jeweils bei den Herren bei Twitch. Das werdet ihr wahrscheinlich über Twitter finden. Twitter ist das Medium, was man quasi so mal zwischendurch benutzt, um schnell mal ein paar Informationen rauszuhauen. Dankeschön. Danke für eure Fragen. Und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen in einer ähnlichen Konstellation wieder. An einem Sonntag, nee, in 2 Wochen. Haben wir da schon Weihnachten? Nee, ne? Das ist eine Woche vorher. 3. Advent. Puh, da muss ich mir noch eine Weihnachtsmütze holen, damit wir 3 Weihnachtsmützen haben.
Der Gag geht nicht mehr auf. Dankeschön, Leute. Haut rein. Ich wünsche euch viel Spaß, schlaft schön und ich gebe das Wort weiter an Slabby. Ja, alles klar. Ich schließe mich dem an. Danke fürs Zugucken. Mal wieder war wieder ein schöner Schnack. Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Schiss vorher, dass wir, da das ja der zweite Teil heute war, dass wir gar nicht mit so vielen Themen aufwarten können, aber die Zeit ist jetzt schon wieder also schneller vergangen als ich weiß nicht was. Von daher ist echt, also ihr haut mich weg. Ja, und deswegen danke fürs Einschalten und bis in zwei Wochen, Mädels. Und Garak. Ja, ebenso, auch von mir. Danke fürs Zuschauen. Ne? Hat mich gefreut, dass ihr so zahlreich da wart wie immer und einen schönen restlichen ersten Advent. Ja? Wenn ich schon eine Mütze aufhabe, muss ich das natürlich erwähnen. Ja? Obwohl ich bin eigentlich nur der Nachahmer. Ich bin die Kopie quasi, weil Herr Juhl war der Erste mit der Mütze. Und ich musste dann meine Frau in den Keller schicken. Hol mir mal eine Mütze. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mal bei mir reinschaut. Und bis zum nächsten Mal, ne? Am dritten Advent dann. Ciao, ciao. Jo, ich sag auf jeden Fall auch vielen lieben Dank wieder hier für die ganzen coolen Fragen, die jetzt im Chat währenddessen kamen, von den ganzen Leuten, die zugeschaut haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und auch nochmal an die drei Gastgeber für den netten Empfang, der mir jetzt wieder schon mal hier zum zweiten Mal bereitet wurde. Und die netten Gespräche, die wir dadurch hatten. Und sogar noch, was so zwischendurch immer nochmal wiederkommt, dass wir beim jeweils anderen im Stream irgendwie einfach nochmal irgendwie schnacken. Ist cool, dass man jetzt auch durch einen Plankenschnack schon mal wieder so neue Leute kennengelernt hat. Und ich bereue es nicht, dass ich damals gesagt habe, da mache ich gerne mit. Und, ist doch besser so. mein Schlusswort ist eigentlich ganz klassisch. Leute, spielt Dark Age of Camelot. Richtig. WoW ist besser. Wie er sich wieder bei Garak einkratzen muss, weißt du? Spielt Dark Age of... Ich bin der Einzige, der nie mit Garak auf einen Nenner kommt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nicht einmal. Wir haben noch uns in 7 Sendungen noch nicht einmal zugesprochen und mit Slappy. Yo, Slappy, high five, hey, cool, na klar, yo. Und dann sitzt sie hier immer, keiner will mit mir spielen. Ja, okay, wollen wir denn alle mal noch gemeinsam winken und auf Wiedersehen sagen? Tschüss. Ich hab noch einen Vorschlag. Okay, ja, schlag vor. Wir machen mal demnächst eine Sondersendung, wo wir 3 Stunden lang Dark Age of Camelot spielen. Definitiv, definitiv. Das würde ich ganz toll finden. Tschüss. Du musst winken. Ja, ich auf Wiedersehen. Tschüss, Leute. Bis dann.